Du nimmst schon nicht aus. Wenn ich nicht mehr weiter weiß, rufe ich dich auf Bühne. Matthias, wenn ich nicht mehr weiter weiß, rufe ich dich auf Bühne. Hiermit ist unsere 13. Demo eröffnet. Wir stehen hier für Freiheit, Frieden und Gerechtigkeit. Wir sind selbstbestimmt und nicht fremdbestimmt. Ich würde jetzt gerne bitten um Applaus für Polizei, aber ich sehe die noch leider gar nicht. Aber wir danken denen schon im Voraus. Denn sie sind zu unserem Schutz da. Das heißt auch, wenn dann doch jemand stören möchte, bitte ich euch alle dann, sich an Polizei zu wenden, dass das Störer dann entfernt wird. Wir lehnen jegliche Gewalt ab und auch möchten keine Spaltung. Achtung, Achtung, das Freiheitsvirus ist in Mohat ausgebrochen. Es gibt natürlich noch ein paar Hinweise, die wir beachten sollten. Auf den Rand des Marktbrunnens darf man sich hinsetzen, aber nicht hinstehen. An allen Ecken, an dem Absperrband, da ist auch Mülltüte. Falls Müll entstehen sollte, bitte dann auch da reinwerfen. Wir müssen auch den Platz sauber hinterlassen. Wir haben auch Infotisch, die auch dann euch dann helfen können bei Toilettensuche. Und auch an den Absperrbänden gibt es Zettel, wo da die nette Toiletten oder öffentliche Toiletten einfach drauf verzeichnet sind.
Natürlich ist das immer noch so mit diesen Abstandregelung, aber die Maximalzahl von Teilnehmern ohne Abstand und Maske beträgt 10 Personen, es sei denn, es handelt sich um Verwandte. Und auf dem Platz selbst müssen die Teilnehmer keine Maske tragen, solange sie die Abstände bewahren können. Und der Platz ist groß genug. Sofern die Abstände nicht bewahrt werden können, gilt mit den bekannten Ausnahmen die Maskenpflicht. Dasselbe gilt auch für die Fußgängerzone in der Innenstadt. Die Gehwege auf den beiden Seiten müssen frei bleiben für die Passanten. Und wir möchten auch keinerlei Angriffsfläche bieten und somit auch unsere weitere Demos hier auf dem Marktplatz stattfinden können. Darum bitten wir auch, keine Fahnen und Symbole, die kritisch sein können, unterlassen. Ich wünsche uns, dass wir täglich mehr kritische, wachsame und selbstdenkende Herzensmenschen erreichen und somit eröffne auch die Bühne für unsere Sprecher und auch Moderatorin heute, die Sandy. Hallo, ja, wir haben ein tolles Programm heute für euch. Wir haben tolle Menschen geladen, die mit Wahrheit und Wissen uns die Angst nehmen wollen und es auch schaffen natürlich. Und jetzt haben wir als erstes hier zum Highlight das Trommelhaus Hall und den Reinhard mit seinem Dudelsack. Und die Marien mit der Gitarre. Nochmal viel Spaß! Trommelstück, noch eine kurze Liedstrophe aus Guinea, Westafrika. Für alle, die jetzt kein Malinke können, die Übersetzung. Wir sind nicht eingeladen, wir kommen trotzdem. Die Welt gehört uns allen. Mit speziellen Grüßen nach Berlin. Thank you.
Einige von euch in Gruppen zusammen. Bitte macht den, dreht euch so mit ausgestreckten Armen, dass der Abstand gewährt ist. Das ist wichtig, dass ihr mindestens 1,50 voneinander wegsteht, zu eurer Sicherheit, denn der Virus kann nur 1,49 weit springen. Also bitte haltet den Abstand ein. Die Polizei ist sonst verpflichtet, etwas zu unternehmen. Es bewegt sich nichts. Bitte, ihr habt nach hinten noch Platz bis zu der Absperrung. Die Anlage ist super, man hört uns. Bitte haltet die Abstände ein, dass die Versammlung ganz durchgeführt werden kann. Und die Ordner lauft bitte durch und macht die Leute aufmerksam. So, hallo. So viele intelligente Menschen hier. Das finde ich toll, weil ihr wisst, Corona ist ein Intelligenztest und ich habe eine gute Nachricht für euch. Ihr habt ihn bestanden. Und ich muss sagen, wir sind im Krieg, leider. Es ist vielen noch nicht bewusst, aber wir sind tatsächlich im Krieg. Und wir haben gefährliche Feinde, die Angst und die Unwissenheit. Aber ich habe eine gute Nachricht. Wir haben starke Waffen, nämlich die Liebe und die Zuversicht und die Aufklärung. Deshalb sind wir alle heute hier, um aufzuklären und um die Angst zu nehmen. Und mit großem Stolz, mit viel Stolz begrüße ich nun den Mann der ersten Stunde, der unserer Angst Zuversicht schenkt. Wir konnten es erst gar nicht glauben, dass er kommt, aber er ist hier. Und ich begrüße und begrüße ihn mit mir, Michael Ballweg. Dankeschön, ja. Ja, ich habe dieses Jahr in Crailsheim, ich habe vorhin Menschen aus Crailsheim schon getroffen, gesagt, ich mache dieses Jahr Demo-Urlaub und das tue ich tatsächlich. Deshalb freue ich mich, hier zu sein. Und ich war ja gestern in Weiden, da war das Polizeiaufgebot schon beeindruckend. Ich finde es schön, dass hier
in Baden-Württemberg wie immer ganz entspannt ist. Und gestern waren ungefähr 8 Sixpacks da, also diese Kastenwägen von der Polizei. Aber die Polizei hat auch in Bayern sehr friedlich die Versammlung geschützt. Und dafür bedanken wir uns natürlich ganz herzlich. Ja, ich möchte heute meine Rede unter den Titel stellen, die Zeit der Veränderung. Wir haben es bereits geschafft. Die Medien sprechen von 50-20% Corona-Skeptikern. Und wenn das Prinzip hier genauso funktioniert wie bei der Teilnehmerzählung, dann wissen wir ja, dass die Dunkelziffer viel höher ist. Und wir müssen also nur noch ausdauernd sein, friedlich weitermachen wie bisher. Und ich sehe in den Chats mehr aufgebrachte, ärgerliche und auch unfreundliche Kommentare gegenüber den Pandemie-Fans. Bleibt bitte freundlich, akzeptiert, was ist. Veränderung braucht Zeit und die müssen wir unseren Gegenübern einräumen. Und mich erreichen immer mehr Hilferufe von Menschen, die wirtschaftlich in Not geraten. Unternehmensgründer, die kurz vor dem Lockdown gestartet sind. Clubbetreiber, die seit Monaten Berufsverbot haben. Gastronomen, die finanziell am Ende sind. Und es ist wichtig, dass wir uns jetzt untereinander helfen. Eine Welt in Frieden, Freiheit und Liebe heißt für mich auch, solidarisch zu sein. Und deshalb werden wir immer, wenn wir solche Hilfeangebote behalten, die auch in die regionalen Gruppen weitergeben. Und dann bitte ich euch darum, helft euch untereinander, weil wir stehen ja erst am Anfang der Wirtschaftskrise. Und wichtig ist auch, jeder von uns kann jetzt schon anfangen, so zu leben, als wäre die Pandemie vorbei. Stellt euch die Fragen. Was wäre, wenn wir erfolgreich sind? Was würde ich tun? Wie würde ich leben? Wie sieht eine Gesellschaft für mich aus? Und was kann ich heute schon tun? Probiert alternative Geldsysteme aus, informiert euch über solidarische Landwirtschaft in euren Gemeinden und wenn es noch keine gibt, tut euch vielleicht zusammen und gründet eine. Weil das Gute ist, es ist ja alles schon da. Ich habe heute Abend oder gestern Abend ein ganz tolles Video gesehen, über die großen Friedensdemonstrationen, die es in den vergangenen Jahren gab. Und es ist ja alles schon vorbereitet und wir müssen es nur noch zusammenführen. Und es ist kein Sprint, aber ich schaue mir gerade auch viele vielversprechende Systeme und Konzepte an. Und der Ralf Ludwig arbeitet ja an einem ganz schönen Konzept für die nächste Bundestagswahl. Aber wartet auch bitte nicht auf uns. Jeder kann heute schon in seinem Umfeld beginnen. Ja, und der Wolfgang Kubicki, der Fraktionsvorsitzende von der FDP, hat ja diese Woche gesagt, der Bundestag hat sich selbst seiner Kompetenzen beraubt. Und auf der einen Seite ist es ja schön zu hören, dass sich die Opposition jetzt zu bewegen scheint. Und ich sage scheint deshalb, weil die Taten der FDP eine andere Sprache sprechen. Bei der Abstimmung zum Grundgesetz Artikel 143h haben 71 Mitglieder der FDP mit Ja gestimmt und 0 mit Nein bei 0 Enthaltungen. Und das ist dann doch sehr verwunderlich, da genau dadurch der Föderalismus in Deutschland geschwächt wird und die grundsätzliche Gewaltenteilung zwischen Bund und Ländern durchbrochen wird. Und weiterhin interessiert mich natürlich auch die Position der FDP zur Änderung des Bundeswahlgesetzes. Das wäre doch mal ein interessantes Gespräch und Herr Kubicki, der Ralf und ich, wir würden es gerne mal mit Ihnen diskutieren. Ja, und ich bin total beeindruckt und möchte mich auch hier bei meinem Wahlhelferteam in Stuttgart bedanken.
Es gibt ja immer mehr Plakate, jetzt über 1000 Stück schon, mit Corona-Maßnahmen beenden. Und ich habe auch heute gehört, und das ist ein schöner Gruß an die Stadt Berlin, dass irgendwie Plakate vor dem Amtssitz vom Herrn Müller aufgetaucht sind und vom Herrn Geisel. Und ich wusste natürlich gar nichts davon, aber ich habe mich gefreut, diese Bilder zu sehen, weil irgendwie kommen die Plakate mit Corona-Maßnahmenenden in der ganzen Bundesrepublik offenbar gut an. Ja, und über meine Wahlbenachrichtigungskarte bin ich ja aufmerksam darüber geworden, dass Menschen, die keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, der Zugang zum Wahllokal verweigert werden soll. Dort heißt es nämlich, im Wahllokal sind sie verpflichtet, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Und aus diesem Grund habe ich ja einen Eilantrag beim Verwaltungsgericht Stuttgart gestellt und im 51-seitigen Schriftsatz der Stadt Stuttgart, vertreten von der Kanzlei Doldemey & Partner, heißt es nun, Wählerinnen oder Wählern, die sich weigern, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, und Wählerinnen oder Wählern, die einen Attest vorweisen, dass sie keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen können, ist nach Unterpunkt 5 die Stimmabgabe vom Wahlvorstand trotzdem zu ermöglichen. Und den Mitgliedern des Wahlvorstands wird folgender Hinweis gegeben: Argumentieren Sie sachlich und warten, bis die noch Wählenden den Wahlraum verlassen haben. Anschließend ist die Wahl für diese Person auch ohne Maske zügig durchzuführen. Das heißt, alle Wahlberechtigten in Stuttgart dürfen ohne Mund-Nase-Bedeckung wählen gehen. Und wir erweitern natürlich das Eilverfahren dahingehend, dass die Stadt Stuttgart alle Wähler, Wahlberechtigten informieren muss, dass die Wahl auch ohne Mund-Nasen-Bedeckung erlaubt ist. Und uns liegen Informationen vor, dass bei den Kommunalwahlen in NRW Wähler von der Wahl ausgeschlossen wurden, die keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen konnten. Und wir werden deshalb die Wahlen in Stuttgart mit Hilfe von Wahlbeobachtern auf ihre rechtmäßige Durchführung im demokratischen Sinne hin überprüfen. Und dafür brauchen wir eure Hilfe. Kommt am 8.11.2020 nach Stuttgart, um als Wahlbeobachter zu helfen in den Wahllokalen. Es gibt 350 Wahllokale. Es ist immer von 8 bis 18 Uhr offen. Das heißt, wir bräuchten wahrscheinlich 2 Personen. Der Ralf stellt dafür auch ein Anwaltsteam zur Verfügung, dass immer 5 Wahllokale durch einen Anwalt unterstützt werden. Und wir informieren euch dann nächste Woche über weitere Infos und geben euch auch eine Info, wo ihr euch eintragen könnt. Ja, noch die nächsten Demo-Ankündigungen. Also jetzt am 30.10. in Berlin zur Verleihung des Goldenen Aluhuts. Wir bestehen natürlich darauf, dass wir diesen Preis auch erhalten und entgegennehmen. Wir werden natürlich auch im Gegenzug den im Moment Arbeitstitel totalitären Aluhut verleihen. Und Großdemonstrationen bundesweit in Leipzig am 7.11. und natürlich in Berlin zur Begrüßung des neuen Jahres am 31.12. unter dem Motto Willkommen 2021, das Jahr des Freiheits und des Friedens. Vielen Dank, Mohat. Schön, dass ich hier sein durfte. Ich wünsche euch noch eine tolle Demo. Dankeschön. Wir machen ja
machen gerne Diskurs. Ja, gerne. Also, worum es mir geht, ist, dass es hier ja um Maskenpflicht geht und um die Grundsatzverletzung der Maskenpflicht. Ich glaube, es geht um Maskenpflicht und es geht um die Grundsatzdebatte, ob Maskenpflicht grundsatzverletzend ist, grundgesetzverletzend. Ich bin Krankenschwester und ich bin auf Intensivstationen unterwegs, auch zukünftig, wenn Sie in Stuttgart wählen. Ich habe mir Ihr Wahlprogramm durchgelesen. Ich habe mir Ihre Videos durchgelesen, die quasi 2:1 das widerspiegeln, was Sie jetzt auch gerade gesagt haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie tatsächlich für Stuttgart eine Alternative sind, weil Sie alles runterbrechen auf Maskenpflicht und Maskenpflichtverletzungen. Ich glaube, wenn man im Krankenhaus arbeitet, und Sie haben ja selber in Ihrem Video beschrieben, Sie sind dem Tode entronnen. Sie mussten operiert werden an der Schulter. Ich weiß nicht, ob Sie irgendwo im offenen Feld operiert worden sind oder unter sterilen Bedingungen, wo die Operateure... Darf ich ausreden? wo die Operateure Masken tragen. Es ist so... Ich habe jetzt seit Januar diese Situation mit Corona verfolgt und es ist sehr populistisch, gegen etwas zu sein, aber nicht wirklich Alternativen zu entwickeln. Und Alternativen zu den AHA-Regeln habe ich jetzt in dem ganzen Diskurs unter allen Leuten nicht wirklich erlebt. Ich weiß nicht, wie viele Menschen hier in der Pflege arbeiten. Ich weiß nicht, wie viele in Altenheimen arbeiten. Also ich habe die Situation genau dort erlebt, wo es richtig, richtig scheiße war. Wo man zu wirklich ganz konkreten Zeiten niemand ans Patientenbett gelassen hat, damit man den Virus, den man so nicht gekannt hat, nicht weiter verbreitet oder sonst irgendwas. Das waren Entscheidungen, die man damals getroffen hat, die würde man heute anders sehen oder anders treffen. Ja? Und es ist so, wenn man arbeitet an einem Patientenbett und sieht, wie jemand an Corona stirbt, und sie sterben tatsächlich an Corona, ob sie das glauben oder nicht, ist es ein Affront, hier zu stehen und mich auspfeifen zu lassen dafür. Sie werden ja nicht ausgepfiffen. Also ich möchte jetzt mal, wir machen ja eine Frage nach der anderen und dann gehen wir vielleicht auch in den Dialog. Also die erste Frage war ja, wofür stehen wir? Und wir stehen dafür, dass die Grundrechtseinschränkungen, die vorgenommen sind von der Bundesregierung, unverhältnismäßig sind zu dem, was passiert ist. Und auch wenn man sich die Todeszahlen insgesamt ansieht, haben wir ja keine Übersterblichkeit in Deutschland. Das ist unser Thema. Das zweite Thema ist dann dieses Thema, wie geht es denn weiter? Was sehen wir denn an Grundrechtseinschränkungen in den nächsten oder zurzeit? Wir haben jetzt ja einen indirekten Lockdown, dadurch, dass jetzt die Freizügigkeit in der Bundesrepublik eingeschränkt wurde. Und wir haben immer, und das dritte Thema, was wir fordern, ist ein offener Diskurs über die Maßnahmen. Welche Maßnahmen sind gerechtfertigt? Ich bezweifle nicht, dass Menschen sterben, aber es ist ein Unding, wenn Angehörige ihre Eltern nicht mehr besuchen dürfen. Wir haben einen, der bei uns mitdemonstriert, der durfte seinen Vater, der im Sterben lag, nicht mehr besuchen. Und das sind einfach Dinge, wo wir sagen, das ist nicht menschengerecht. Und jetzt um die Frage zu beantworten, nein, ich zweifle nicht an Corona. Es gibt ja Tote, aber es ist die Frage, ist es die Einschränkungen und die Maßnahmen, die ergriffen werden, sind die verhältnismäßig? Und ist es okay, dass die Landes- und Bundesregierung sich an das Regieren über Verordnungen gewöhnt und dass die Parlamente an der Diskussion nicht mehr beteiligt sind?
Station. Wir haben noch andere Redner. Nächstes Mal gerne. Michael, bleib noch kurz an meiner Seite. Wir haben nämlich noch jetzt ein kleines hier. Ein kleines Geschenk für den großartigen Michael Ballweg. Wir bedienen seine Frau, die ihn uns immer so netterweise ausleiht. Nochmal Ina und Imarin, die seit der ersten Stunde uns mit toller Musik und tollen Reden bereichern. Hier das auch ein bisschen auflockern und ein bisschen Spaß noch reinbringen. Viel Spaß mit Ina und Imarin. So, ich wollte mich noch mal ganz kurz bei der Dame bedanken. Es gehört ganz schön viel Mut dazu, sich hier hinzustellen und quasi eine abweichende Meinung gegenüber der Meinung anderer zu zeigen, wenn man selber gnadenlos in der Unterzahl ist. Also vor dem Hintergrund Respekt und die Einladung an die Dame, diese Diskussion, sie kann auch gerne mal einen Redebeitrag haben hier oder sowas, aber dann wäre es schön, wenn sie das vorher anmelden würde und dann würden wir ihr auch den Raum dafür geben. Dann wäre das eben nicht ganz so überraschend wie jetzt gerade. Ja, jetzt greife ich mal zum Mikro. Das ist jetzt quasi für mich der Test. Ich war seit ein paar Tagen flach im Bett. Der Imarin hat vorhin gesagt, oh, das sollst du besser nicht sagen, weil man könnte ja denken, oh, was für eine Krankheit. Wir leben in so einer Zeit, ja, wo man einfach Angst hat, wenn man sagt, wir husten und uns läuft die Nase, dass jemand sagt, bleib bloß weg, du könntest diese gefährliche Krankheit haben. Das ist schon krass. Also ich versuche jetzt mal, ob ich ein bisschen mitsingen kann und wir schauen mal, wie das geht. Wir haben für den Anfang was Ruhiges, ich glaube, das haben wir schon mal gesungen. Es geht ja hier heute sehr um, wie eigentlich auch immer in dieser Bewegung, um die Kraft der Herzen. Und wir sehen hier ganz viele rote und weiße Herzen. Und deshalb haben wir uns das Lied Feel the Rhythm of Your Heartbeat für den Anfang ausgewählt. Und die deutsche Übersetzung ist natürlich ganz einfach. Fühl den Rhythmus deines Herzschlags. Dann gibt es das auf Französisch. Sans le rythme de ton cœur. Und wer nachher zu uns kommen mag und uns das noch in verschiedenen Sprachen übersetzen mag, sehr, sehr gerne. Ja, und ich erinnere mich an die Schweigemutminute in Berlin und auch zu anderen Zeitpunkten und vor dem Hintergrund, da das ein relativ leises Lied ist, wäre es schön, wenn wir das aus der Stille heraus beginnen können. Sing gern mit. Sans
Fühl den Rhythmus deines Herzschlags. Heute etwas zu sagen, beziehungsweise ich habe schon vor vielen Veranstaltungen Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber bitte haltet die Abstände ein. Die Abstände werden nicht überall eingehalten und es gibt Orte, da wäre die Veranstaltung schon lange aufgelöst. Bitte provoziert es nicht. Es muss Bewegung reinkommen und die Abstände müssen so sein, dass ihr mit gestreckten Armen euch drehen könnt. Und wenn ihr mich jetzt nicht mehr leiden könnt, ich finde es auch scheiße, aber es ist halt einfach so. Entschuldigung. Ja, also vor einigen, vielen, vielen Demonstrationen hatte ich einmal einen Titel für eine Rede, die hieß Authentizität und Rollenspiele. Mittlerweile habe ich das jetzt verändert, es kam nicht dazu, weil das Programm war dann voll. Und ich möchte heute einfach einige wenige Sätze sagen und ich nenne das jetzt einmal die Echtzeit. Was meine ich damit? Meine gegenwärtige Echtzeit ist ein Auf und Ab. Ein Auf und Ab der Gefühle. Das heißt, ich habe noch nie, das Positive jetzt voran, ich habe noch nie in meinem Leben in so kurzer Zeit so viele Menschen getroffen,
die mit mir auf einer Wellenlänge sind und mit denen ich mich im Herzen verbunden fühle. Und wenn ich euch jetzt frage, kennt ihr das, dass ihr euch fragt, wo kommt ihr auf einmal alle her? Und die sind ja alle so wie ich und die fühlen ähnlich, ja? Zumindest an den Wochenenden. Das sind die Momente, da geht es bei mir voller Hoffnung nach oben. Das Prinzip Hoffnung, genau. Dann gehen wir einkaufen, ihr geht einkaufen. Gestern zum Beispiel, jenseits vom Einkaufen, die Mutter von Imarin ist ins Krankenhaus eingeliefert worden, beziehungsweise er hat sie gebracht. Ein Schlaganfall, er durfte nicht mit in die Notaufnahme, er wurde abgewiesen. Das ist die Echtzeit, da ist das Tal dann von der Emotionalität bei mir und natürlich bei ihm und bei seiner Mama auch ganz weit unten gewesen. Ich glaube, dieses Gefühl von Auf und Ab zwischen Wochenenden und innerhalb der Woche, das kennen bestimmt einige von euch, oder? Ist das bekannt? Und in dem Titel steht ja, das habe ich mir jetzt auch nicht, gar nicht selber ausgesucht, aber dem heutigen kleinen Vortrag von mir wurde der Titel gegeben, wie Menschen miteinander umgehen. Und ich empfinde so eine große Spanne von mal wütend sein, mal hoffnungsvoll sein, wütend über das, was Menschen tun in den Supermärkten, wenn sie sich gegenseitig anzeigen und sagen, du hast keine Maske und ich rufe die Polizei, das brauche ich euch nicht zu wiederholen, das kennt ihr alle. Diese Momente kenne ich, da bin ich dann auch sehr herausgefordert, nicht wütend zu werden. Und was ich dann empfinde, ist etwas wie, ich glaube daran, dass, und der Michael Ballweg hat das am Eingang auch gesagt, dass im Moment etwas ganz, ganz stark gefordert ist und das ist unsere Geduld. Also das ist so etwas, was mir immer sehr schwer gefallen ist. Ich habe nie besonders viel Geduld gehabt. Ich durfte dann mit Tieren arbeiten, was ich bis heute zu noch mache. Und meine Stute, die Luna, die hat mir einfach diese Qualität beigebracht. Es ging halt nicht immer so, wie ich das wollte. Die Pferde sind ja oft unsere Lehrmeister und das, was sie an sozialen Qualitäten haben, das fehlen leider vielen, vielen Menschen. Wenn ihr ins Tierreich mal guckt, was da an sozialer Kompetenz da ist, das ist unglaublich. Also wenn wir davon etwas hätten als Menschen, nicht wir hier, ich kenne ja auch nicht alle im Detail, aber da wären wir schon ein bisschen weiter. Und diese Geduld, ja, genau. Diese Geduld hat vielleicht auch etwas mit, also für mich hat sie etwas mit Glauben zu tun, dass in dieser schweren Zeit es etwas gibt, was uns alle durchträgt. Und das ist der Glaube daran, dass wir auf eine andere Ebene kommen können miteinander. Ich weiß gar nicht, ob ich das Alte wieder zurückhaben möchte. Ich möchte vielmehr etwas ganz Neues, etwas ganz Besonderes, wo die Menschen auf ganz wundervolle Weise miteinander umgehen, wo sie voneinander lernen, wo sie sich austauschen und wo sie eben in Liebe verbunden sind, jenseits von Konkurrenz. Also ich möchte das Alte in dem Sinne gar nicht wieder zurückhaben. Und ich habe eben, und dann bin ich auch schon bald am Ende von dem, was ich euch heute sagen wollte. Wir machen zum Beispiel in Aachen, das ist meine Heimatstadt, und ich fahre 14-tägig, wenn ich es kann, nach Aachen, fahre zwischen hier, meiner Wahlheimat und meiner Heimatstadt Aachen hin und her. Meine Eltern sind 89 und 91, sie haben große Angst gerade und sagen, was sollen wir essen, wenn alle Läden jetzt zumachen? Ich versuche jeden Tag zu sagen, es ist nicht so, wie es in den Medien zu hören ist. Aber sie können das nicht glauben, sie leben in dieser großen Angst. Und was mich rettet, und ich hoffe viele von euch auch, ist der Glaube, dass etwas anderes kommt, auch wenn es nicht so aussieht. Ich sage immer, Glauben ist das andere Wissen. Und ich möchte einfach hier nochmal ganz deutlich an euch diese Worte richten und sagen, wenn wir glauben, können wir es nicht wissen. Wir wissen nicht. Ich kann manches in meinem Kopf gar nicht mehr verstehen, was passiert. Vielleicht geht euch das auch so. So viele verschiedene Informationen. Ich komme überhaupt gar nicht mehr mit. Aber ich kann sehen, wenn ein Mensch mit einem schönen, freundlichen Lächeln vor mir steht und mir einfach gut gesonnen ist, das kann ich verstehen. Das ist meine Echtzeit. Und ich kann in mein Herz schauen und ich kann an etwas glauben, was hinter all diesen ganz verschiedenen Informationen liegt, die wir versuchen im Kopf zu verstehen. Und dieser Glaube, ich wünsche mir und ich wünsche euch,
dass dieser Glaube so stark ist, dass er diese ganze Dunkelheit einfach besiegen wird. Besiegen ist ein kämpferisches Wort. Dann lass mich sagen, dass es immer heller und heller wird. Ja, genau. Ich hab in meiner Heimatstadt angeregt, die wollen einen Lichterzug machen am 14.11. nach der Mahnwache. Und ich hatte die Idee, dass alle Kinder, da ja alle Martinszüge gestrichen sind, alle Kinder in diesem Lichterzug mit Feen, Engel und Elfenkostüm oder was den Müttern, den Omas und den Opas auch noch so einfällt, mit diesem Zug mitziehen. Und ich möchte diese Idee in alle Städte weitergeben. Die Martinszüge sind abgesagt, aber es werden Demonstrationszüge erlaubt. Und es wird in Aachen am 14.11. diesen Lichterzug geben und tragt die Idee einfach weiter. Die Idee, dass in vielen Städten an diese Mahnwachen in der dunklen Novemberzeit, in der dunklen Winterzeit, so viele Lichter so hell scheinen, dass es die Dunkelheit verdrängen kann. Das ist mein Glaube, das ist meine große Hoffnung. Ja, und ich möchte euch einfach ermutigen, ich wünsche mir für alle, dass wir an dieses schöne und helle Licht glauben. Dankeschön. Danke, Ina, für diese tollen Worte. So, jetzt habe ich auch das besondere Glück, einen Mann anzukündigen, wo ich lange nicht gewusst habe, dass der überhaupt einen Namen hat. Ich habe nur gewusst, er hat ein rotes T-Shirt an und der Text steht da drauf von seinem Lied. Und ich begrüße hier mit viel Herz und begrüße ihn mit mir, Stefan Bergmann. Hier ist er. Vielen Dank. Grüß Gott miteinander. Ist ja Wahnsinn, wie viele Leute in Moorhart sind. Da geht ja richtig was. Vielen Dank, dass ihr alle da seid. Ja, für mich ist es heute die 6. Demo diese Woche. Also ganz normal alles. Ja, aber was nicht ganz so normal ist, ist die Entwicklung in der Gesellschaft. Ich habe jetzt gerade im Livestream geschaut. In Berlin ist ja heute die WHO. Weiß nicht, ob ihr das wisst. Da kommen sie alle zusammen, die das so beschließen, was gerade so los ist. Und ich bin eigentlich nur deswegen hier und nicht dort, weil mein Sohn heute Geburtstag hat und weil ich hier schon vorher zugesagt habe, bevor das dort entstanden ist. Und ich habe jetzt ein bisschen im Livestream geschaut, was dort los ist. Und das, was da abläuft, das müsst ihr alle wissen. Alle Menschen müssen das wissen, was gerade passiert in der Gesellschaft. Ich glaube, viele haben das doch gar nicht so ganz verstanden. Also ich habe jetzt vorher gesehen, dass unser Rechtsanwalt Markus Heinz, ich glaube, die meisten kennen ihn. Mach mal Handzeichen, wer kennt den Markus? Ja, praktisch alle. Der wurde heute niedergerissen von der Polizei, von hinten. Und zwar nur, weil er eine genehmigte Veranstaltung durchführen wollte. Und diese Dinge, die da passieren, die sind alle außerhalb von dem Grundgesetz, das wir ja auf der einen Seite lieben sollen, auf der anderen Seite dürfen wir es nicht verwenden. Und das wird gerade so zurechtgebogen, wie es passt. Also wenn es ernst wird, dann wird es gegen uns verwendet. Und wir dürfen es aber nicht zitieren, weil ich habe den Markus gesehen, wie er alles innerhalb vom Recht gemacht hat und wie es aber nicht zählt, wie die Polizei trotzdem Willkür macht. Das hier neben mir ist übrigens der Jonathan, der hat heute Geburtstag. Er ist 9 Jahre alt und er streamt gerade, er ist live auf YouTube und hat einige Zuschauer. Ja. Das singen wir mal, Geburtstagslied, oder? Das genau. Das singen wir mal für den Jonathan. Okay, das stimmt schon. Oh Gott. Was machst du?
Heute kann es regnen, stürmen oder schneien, denn du strahlst ja selber wie der Sonnenschein. Heute ist dein Geburtstag, darum feiern wir. Alle deine Freunde freuen sich mit dir. Alle deine Freunde freuen sich mit dir. Wie schön, dass du geboren bist. Wir hätten dich sonst sehr vermisst. Wie schön, dass wir beisammen sind. Wir gratulieren dir, Geburtstagskind. Dankeschön! Vielen Dank, lieber Jonathan, dass du hier bist und mit uns feierst. Wir freuen uns ganz, ganz, ganz arg. Und wir haben ein tolles Geschenk für dich rausgesucht und ein paar tolle Gummibärchen. Vielen Dank, Jonathan. Dankeschön. Ich muss es nochmal sagen, wegen der Abstände, also die Polizei war da und am Polizeirevier gehen Anrufe ein, dass die Abstände nicht eingehalten werden. Sind Denunzianten unter uns? Und wir haben vergangene Woche in Kirchheim-Tech gingen so viele Anrufe am Revier ein, dass die Veranstaltung hier gestoppt wurde. Also die da anwesend sind und anrufen, denen möchte ich sagen, es dürfen, so steht es geschrieben, immer 10 Personen zusammenstehen. Und ansonsten bitte ich euch, dort hinten hat es noch Platz, begebt euch doch bitte nach hinten, bevor mehrere Mannschaften kommen und uns auflösen, haltet die Abstände ein. Also bloß, dass ihr wisst, wie es abläuft. Die Polizei ist sehr umgänglich, sehr umgänglich. Wir haben gerade ein ganz freundliches Gespräch gehabt, aber die hat gesagt, bitte, bitte haltet es ein, sonst müssen wir was unternehmen. Danke, Entschuldigung. Was, ich bin's gewöhnt. Normalerweise kommt der Markus immer. Aber wir haben ein neues Lied entdeckt. Und zwar, ihr kennt doch den Kommissar. Und da gibt es das Lied. Da didel dum, oh oh. Schau, schau, der Denunziant geht um. Oh oh oh. Jetzt ihr. Da didel dum. Danke! So, und nicht nur, dass, ich knüpfe jetzt an das, was ich zuvor gesagt habe, nicht nur, dass es so ist, dass die Gesetze so dahin gebogen werden, wie es gerade gebraucht wird, ja, angefangen von unseren Grundrechten, zum Beispiel das Versammlungsrecht, das wir erst wieder erstreiten mussten, danke Michael Ballweg, dürfen wir hier stehen. Genau, ein Beifall dafür nochmal. Danke, Michael. Aber ein Grundrecht ist einfach ein Grundrecht, es ist immer da. Und anscheinend zählt es auf einmal nicht mehr. Und wir alle haben das gelernt in der Schule, was hier in Deutschland mal war. Und wie es zustande gekommen ist, und jeder fragt sich, Mensch, warum hat denn keiner was gemacht damals? Und dieselbe Frage stelle ich jetzt auch. Warum merkt ihr das nicht, die jetzt hier rumdenunzieren, dass wir gerade auf dem Weg sind, alles, was hier demokratisch war und was wir uns alles erarbeitet haben und wo wir auch unsere Liebe dafür entwickelt haben, dass das jetzt auf einmal genommen wird? Wie kann das sein, dass ein Zwang aufgebaut wird wegen geradezu lächerlicher Aktionen, also beispielsweise der PCR-Test, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, der kann überhaupt kein Virus nachweisen. Er kann es nicht, das steht in der Packungsbeilage. So, und das heißt, es gibt auch gar keine Infektionszahlen, was hier alles gemacht wird mit, wir haben irgendwelche Schwellen überschritten. Das stimmt nicht, weil wenn das auf PCR-Testbasis getestet wird, dann kann das auch nicht sein, dass wir irgendeine Schwelle überschreiten, wenn der das gar nicht kann, der PCR-Test, nachweisen, dass irgendjemand infiziert ist. So, und auf dieser Grundlage haben wir hier die ganze Einschränkungen. Und ich kann euch sagen, das Ganze wissen die auf der, ich sag's jetzt mal, anderen Seite, die das durchführen, die wissen das, die planen das und die führen das genauso durch. Und zwar auf eine ähnliche Art, wie es schon mal durchgeführt wurde und wo wir ganz sicher alle nicht miteinander hinwollen.
Ja, also ich kriege gerade gesagt, dass Berlin jetzt aufgelöst wurde. Das heißt, wir dürfen nicht unsere Meinung kundtun gegenüber den Leute wie Merkel, Drosten, WHO und so weiter. Die haben jetzt gerade diese Demonstration aufgelöst, obwohl sie genehmigt ist. Und das ist der Zustand und ich möchte eigentlich jetzt gar nicht so viel aufzählen. Ihr müsst euch selber darum kümmern, da recherchieren und ein Bewusstsein dafür entwickeln, was eigentlich gerade in diesem Land und nicht nur hier, sondern weltweit passiert. Das Ganze hat nichts mit einer Krankheit zu tun. Und da braucht man auch keine Maske tragen und man braucht auch keine Tests machen. Das Ganze, was da aufgebaut wird, hat bestimmte Ziele. Das eine ist, dass ein Beziehungsrahmen verschoben wird, dass wir die Welt anders sehen, dass wir das, was wir eigentlich zuvor schon hatten, das wird uns weggenommen, wir werden praktisch erpresst, damit wir im Anschluss wieder darum betteln dürfen und einen Teilsieg erringen können. Aber dann haben wir weniger, als wir vorher hatten. Und das, was aufgezogen wird, ist eine Verdigitalisierung von Gesundheitssystemen, die sehr zweifelhaft sind. Also ich habe ein komplett anderes Weltbild. Ich bin selber Therapeut und bin da auch zum Teil erfolgreich und kann aufgrund dieser Erfolge ganz anders auf die Krankheiten in Anführungszeichen blicken. Und das, was da abläuft, hat nichts damit zu tun, dass die Regierung sich um uns sorgt. Das hat damit nichts zu tun. Das Einzige, was uns hilft, ist, dass wir uns dem bewusst werden, was eigentlich gerade passiert. Und man kann das recht gut erfassen. Man kann immer schauen, was haben die für Ziele. Und ganz am Anfang, wo das alles losging, wurde schon ein Ziel verkündet, nämlich, dass digitale IDs vergeben werden sollen, dass wir alle eine bestimmte Nummer bekommen sollen, dass wir nur noch einkaufen dürfen, wenn wir zum Beispiel eine Impfung bekommen haben, dass wir nur noch solche Sachen bekommen, die wir unbedingt brauchen, wenn wir diese ID haben und die kriegen wir nur freigeschalten, wenn diese Dinge auch tatsächlich gemacht sind, die sie fordern, beispielsweise eine Impfung. Und ihr merkt ja schon, wie es abläuft. Man kann jetzt nur noch in Läden reingehen mit Maske. Wer hätte sich das noch erträumen lassen vor ein paar Monaten? Das ist ja eigentlich eine unglaubliche Sache. Die hätten wir alle gesagt, ja, das wird nie kommen. Spinnst du, sowas ist unmöglich. Ich muss noch schnell das sagen, und zwar der Michael Ballweg. Viele Grüße soll ich nochmal sagen von ihm. Ein Mann, ich weiß es gar nicht genau, hat es beanstandet, dass die Dame, die hier so mutig war und die Unterhaltung mit dem Herrn Ballweg herbeigeführt hat, so ausgepfiffen worden ist. Also wir sind natürlich Demokraten, wir sind für jede Meinung offen und es war mutig, dass sie hier hochgekommen ist, dass sie gesprochen hat und wir sind, wie gesagt, da immer offen und es darf jeder auch seine Meinung sagen. Also bitte nicht auspfeifen und ihr wirklich doch mal das Anerkennen, dass sie den Mut überhaupt hatte, da zu sprechen. Okay. Willst du noch was sagen? Ansonsten würde ich. Du bist schon fertig. Ich bin noch lange nicht fertig. Ja. Das, was ich sagen will, ist, geht mit eurem Bewusstsein da rein. Das ist das Wichtigste. Wenn wir uns darüber bewusst sind, was passiert, dann können wir uns entscheiden. Wenn ich schon weiß, dass diese Maskenpflicht dazu führen soll, dass wir uns daran gewöhnen, dieser Beziehungsrahmen verschoben wird, dass man bestimmte Dinge braucht, um in den Laden reinzukommen, ja, dann ist es nachher schon ein kleinerer Schritt, dorthin zu kommen, dass man diese digitale ID braucht, um ohne Maske reinlaufen zu können. Und in so eine Welt, da möchte ich nicht teilnehmen an so einer Welt, bevor ich da nicht mehr reinkomme in ein Geschäft, tue ich mich lieber aus dem Wald oder so ernähren. Aber dieses Spiel mache ich ganz sicher nicht mit. Und wenn ich das jetzt betrachte, die letzten Jahre, hat sich diese Regierung je wirklich um uns bemüht? Ist da jemals irgendwas außer eine Steuererhöhung drin gewesen? Haben die sich je um Menschen in andere Länder gesorgt, wenn sie irgendeinen Krieg angezettelt haben? Ja, also das müsst ihr euch mal klar machen, weil viele sagen ja,
Mensch, wenn man der Regierung nicht mehr vertrauen kann, wem soll man dann vertrauen? Ja, und genau diese Frage, die müsst ihr euch stellen. Kann man der Regierung noch vertrauen? Nein. So, und dann muss man bei sich selber schauen. Man muss sich vertrauen und man muss auch sich treu bleiben. Und das ist das, was ich euch mitgeben will. Bleibt euch selber treu und ja, seid auch mutig. Ja, man braucht Mut, eben bestimmte Dinge nicht zu machen. Ich habe bis zum heutigen Tage noch nie eine Maske aufgesetzt. Ja, und da waren manche schwere Momente dabei, aber ich bin sehr stolz drauf und ich bin umso mehr bei mir, weil ich das gemacht habe. Ja, das hier zu stehen und das so zu sagen, macht mir ein gutes Gefühl. Während ich, wenn ich da in den Laden reingehe und das nicht habe, habe ich ein schlechtes Gefühl. Aber das gleicht sich aus. Im Endeffekt habe ich viel mehr Stolz als jemand, der sich da so ein Gesichtsbindel aufdrücken lässt. Und ja, ihr wisst, was ich sagen will. So, und jetzt so ein kleiner Bogen, den ich spannen möchte. Damit wir immer so blöd dastehen, gibt es noch einen Bereich, und zwar das sind die Medien. Und das ist ein bisschen mein Steckenpferd. Und da weiß ich genau Bescheid. Ich habe selber in den Medien gearbeitet und ich weiß, wie da gearbeitet wird und warum da so gearbeitet wird. Wenn ihr glaubt, dass irgendeine Zeitung, auch wenn ihr die kennt, ob das der Zeitungsverlag Weiblinge ist oder die Backnanger oder Mohader Zeitung, ist eh alles Gleiche fast. Wenn die daherkommen, die sind nicht unvoreingenommen und schauen mal, was geht denn hier ab. Die kommen hierher und haben einen klaren Auftrag. Und vor allem diese großen Sender, die ihr aus dem Fernsehen kennt, die haben einen Auftrag, nämlich jeden von uns jetzt in dieser ganzen Bewegung irgendwie mit irgendeinem Etikett zu versehen. Sei es, dass wir alle zusammen Nazis wären, rechtsradikal oder Verschwörungstheoretiker oder ihr kennt das Ganze. Ja, das sind alles Etiketten und diese Etiketten halten wiederum andere davon ab, dass sie sich anschließen. Und ganz oft ist das, was die Etiketten darstellen, ist frei erfunden und ja, absolut erlogen. Ja, bei mir haben sie zum Beispiel ganz kleine Schnipsel, die sie irgendwo mal ganz entfernter Stelle gefunden haben, mir angeheftet, aber dass ich seit einem halben Jahr unterwegs bin und Herzensräder halt, dass ich eine Peace Crowd ins Leben gerufen habe, schon vor 4 Jahren, dass ich die ganze Zeit dazu aufrufe, dass wir in unser Herz gehen, dass wir ins Bewusstsein gehen, habe ich noch nie was in der Zeitung gelesen. Da hat keiner was darüber geschrieben oder gesagt. Und das ist das Problem, wo ihr einfach genau hinschauen müsst, bei jedem. Ich glaube mittlerweile gar nicht mehr, wenn irgendjemand als rechtsradikal oder so beschrieben wird, ob das überhaupt stimmt. Ich schaue da ganz genau hin und möchte erstmal den Mensch kennenlernen und seine Meinung erfahren. Bevor wir jetzt diesen großartigen Musiker Daniel Igwe auf die Bühne bitten, muss ich hier noch jemand reinschieben, und zwar den Louis Manu mit seiner Mama und seinem Opa. Die wollen jetzt hier noch ganz kurz was zum Besten geben. Louis Manu, kommst du? Und die Mama? Bitteschön. Hallo, ich bin Louis Manu und ich bin 9 Jahre alt. Danke, dass ich jetzt sprechen darf. Meine erste Demo war am Donnerstag, den 22.10. Und ich will euch jetzt ein bisschen davon erzählen. Wir waren in Wendlingen, es waren 157 Leute und es waren tolle Sprecher. Dann sind wir mit dem Fahrrad nach Kirchheim gefahren, da waren wir ca. 60 Leute. Und in Kirchheim angekommen war dann der Florian mit seinem Friedensboot da, Eloas der Barde und Karl der Polizist. In Kirchheim waren wir 337 Leute und mein Papa hat gesehen, dass außenrum und in den Restaurants noch Querdenker saßen. Und am Schluss war noch der Reinhard mit seinem Dudelsack,
hat Amazing Grace gespielt und wir haben die Kerze in der Hand gehalten für den Frieden und für den Freiheit. Warum machen wir Demos? Warum habe ich Querdenken 702 gegründet? Weil wir geimpft werden müssen und wir möchten nicht, dass wir geimpft werden, weil man davon krank werden kann und behindert werden kann. Und weil wir keine Masken tragen möchten, weil man darunter Angst kriegt und nicht wirklich Luft unter den Masken kriegt. Wir wollen keine Maßnahmen, wir wollen wieder Opa und Oma besuchen, wir wollen keine Lockdowns und meine Mama und mein Papa sind die ganze Zeit an den Nachrichten und das finde ich blöd. Weil die ganzen Leute nicht mehr arbeiten dürfen und dadurch die Menschen langsam hungern müssen. Mir machen Demos Spaß, aber ich würde es trotzdem gut finden, wenn es endlich aufhört und Frieden und Freiheit auf der Welt herrscht. Trotzdem mache ich jetzt jede Woche eine Demo. Die nächste Demo ist in Nürtingen am Marktplatz am 29.10. um 17.30 Uhr. Und ich lade euch alle ein. Dich und dich. Die übernächste Demo ist in Wendlingen, Kirchheim, ebenfalls am Marktplatz. Und sie findet am 5.11. statt, um 16.30 Uhr. Und ich lade euch ebenfalls alle ein. Dich und dich. Weitere Informationen findet ihr auf dem Kanal Querdenken 702. Oder bei meiner Vize-Veranstalterin, meine Mama. Und dass endlich alle aufwachen, bringt ihr bitte jedes Mal einen oder zwei mehr mit. Danke. Super, dein Applaus, Lilmanu. Ganz toll, solche Kinder brauchen wir. Und haben wir Gott sei Dank hier. So, und jetzt aber endlich Daniel Igwe, der sympathische Sänger mit seinen tollen, tollen Liedern. Vielen, vielen Dank, Daniel, dass du hier bist. Viel Spaß. Ja, ist egal. Ja, grüß Gott. Grüß Gott. Ja, Moorhart heißt der Ort hier. Ich bin zum ersten Mal hier. Entschuldigt meinen schlechten schwäbischen Akzent. Ich komme aus Westfalen. Nee, Düsseldorf ist Rheinland. Nee, das ist ganz gefährlich. Das wäre wie wenn ich sagen würde, hier wäre Karlsruhe. Also die Rheinländer sind witzig, lustig und feiern gerne Karneval. Die Westfalen sind langweilig, stur und humorlos. Hey. Das ist Rassismus. Ich weiß. Deswegen bin ich ja eingeladen, oder? So, also. Ich bin total glücklich. Der Stefan hat ein Seminar veranstaltet zum Thema Trommelbauen. Da einmal diese Mother Drum. Und gleichzeitig wollte ich ihn sowieso besuchen. Und dann ist noch ein zweiter Musiker mit dazugekommen, der André Krengel. Und wir haben dann aus Spaß mit den Teilnehmern ein wundervolles Lied geschrieben. Genau. Hier einmal die Hände heben, wer mit dabei war, wer mit in dem Demo-Lieder-Seminar dabei war. Hier sind ein paar Leute auch dabei und es war richtig spannend. Ich war letzte Woche in Dortmund. Da
Das ist Westfalen. Das ist direkt bei mir nebenan. Das ist um die Ecke, sagt man bei uns. Und in Dortmund lief ein Typ mit einer Flüstertüte rum, also mit einem Megafon, und rief in dieses Megafon rein: Die Pharmaindustrie, die pisst auf uns. Und im Fernsehen sagen sie, es regnet. Und das haben wir zum Anlass genommen, um daraus ein Lied zu machen. Ihr dürft natürlich gerne mitsingen. Ich fand diesen Spruch so ergreifend und auf den Punkt gebracht für die ganzen letzten 7 Monate, die wir hier erlebt haben. Und start mal. Ja, das Lied heißt, im Fernsehen regnet's. Sie pisst auf uns und im Fernsehen sagen sie, es regnet. Die Pharmaindustrie, sie pisst auf uns und im Fernsehen sagen sie, es regnet. Die Pharmaindustrie, sie pisst auf uns und im Fernsehen sagen sie, es regnet. Im Namen der Gesundheit krank gemacht, dass man mit uns mit Angst begegnet. Lieber einen goldenen Aluhut als mit Impfung Aluminium im Blut. Lieber einen goldenen Aluhut als mit Impfung Aluminium im Blut. Lieber einen goldenen Aluhut als mit Impfung Aluminium im Blut. Was sollen Erpressung und Maskentär? Gesundsein beginnt im eigenen Herz. Die Pharmaindustrie, sie pisst auf uns und im Fernsehen sagen sie, es regnet. Die Pharmaindustrie, sie pisst auf uns und im Fernsehen sagen sie, es regnet. Die Pharmaindustrie, sie pisst auf uns und im Fernsehen sagen sie, es regnet. Im Namen der Gesundheit krank gemacht, dass man sich nur mit Angst begegnet. Und ihr wisst ja, dass ich mit Michael und dem Querdenken-Team, Samuel Ecker, Bodo Schiffmann, sind wir alle nominiert worden für den goldenen Aluhut, das ist ein Schmähpreis, den wir aber gewinnen wollten. Und da haben sie uns dann von den Siegerplätzen disqualifiziert. Da bitte alle mal Hu sagen. 1, 2, 3 und jetzt. Jawohl! Und da kommt der Text dazu. Lieber einen goldenen Aluhut als mit Impfung Aluminium im Blut. Lieber einen goldenen Aluhut als mit Impfung Aluminium im Blut. Lieber einen goldenen Aluhut als mit Impfung Aluminium im Blut. Was sollen Erpressung und Maskenterz? Gesundsein beginnt im eigenen Herz. Wahrheit, Freude und Gemeinsamkeit sind Werte für die kommende Zeit. Liebe und Frieden als Fundament für das, was man unser Leben nennt. Drosten, Spahn und Merkel bricht. Aber unsere Liebe nicht! Yeah! Dankeschön, und das war wichtig, weil euer Applaus gehörte nämlich jetzt gerade mittendrin genau zu dem Lied. Das war so gewollt, dass wir wirklich das Lied mit Drosten, Spahn und Merkel bricht, aber unsere Liebe bricht, Liebe nicht, abschließen. Und dazwischen gehörte euer Applaus rein. Ich danke euch für eure Mitarbeit. So habt ihr alle an diesem Song mitgewirkt. Dankeschön. Ja, wir haben vorher so eine schöne Überleitung gehabt zu dem Lied, das eigentlich jetzt kommt. Sollte vorher schon kommen. Also stellt euch vor, das passt zu der Überleitung vorhin. Genau. So, ich war in Berlin am 1.8. Wer war von euch auch am 1.8. in Berlin? Sauber, schön. So, ich war in Berlin am 1.8. und ich war auf dem Querdenken Dortmund Partywagen und da sah ich die Gegendemonstranten, wie sie vermummt mit Brillen
und irgendwie die Hände hochhielten und irgendwelche Finger, ich weiß nicht mehr welches war, uns gezeigt haben. Und als ich nach Hause kam, stellte sich mir nur eine Frage. Warum beschimpft ihr uns und nennt uns Nazis? Was haben wir euch denn angetan? Und daraus habe ich ein Lied gemacht. Lauter gesichtslose Leute, die Augen voller Hass und Wut, den Mittelfinger zeigen, das könnt ihr gut. Voller Freude winken wir zurück, wink mal! Wünschen euch Liebe und ganz viel Glück. Legt mit uns die Hand aufs Herz, heilen wir gemeinsam jeden Schmerz. Warum beschimpft ihr uns und nennt uns Nazis? Was haben wir euch denn angetan? Warum beschimpft ihr uns und nennt uns Nazis? Was haben wir euch denn angetan? Die Medien bekommen uns nicht klein. Nein! Verbreiten einen falschen Schein. Mach den Fernseher aus, schmeiß ihn raus. Schalt dein Hirn an. Und steh auf, steh auf, steh auf, steh auf! Warum beschimpft ihr uns und nennt uns Nazis? Was haben wir euch denn angetan? Warum beschimpft ihr uns und nennt uns Nazis? Was haben wir euch denn angetan? Könnt ihr singen? Singt ihr mit? Seid ihr bereit? Ich will was hören von euch. Seid ihr bereit? Okay. Eins, zwei, drei, vier, eins. Warum beschimpft ihr uns und nennt uns Nazis? Was haben wir euch denn angetan? Ich höre euch nicht! Warum beschimpft ihr uns und nennt uns Nazis? Was haben wir euch denn angetan? Lauter! Warum beschimpft ihr uns und nennt uns Nazis? Was haben wir euch denn angetan? Warum beschimpft ihr uns und nennt uns Nazis? Was haben wir euch denn angetan? Was haben wir euch denn angetan? Was haben wir euch denn angetan? Danke, Mut! Danke, Murat, und ich bin das erste Mal in dieser wundervollen Stadt. Ich danke euch für einen so kräftigen Applaus und dafür, dass ihr so stark seid und dafür, dass ihr so aufgestanden seid und steht. Bleibt stehen, es geht um euch. Ich freue mich über eine weiße Rose und ich hoffe, ihr erkennt alle die Symbolik darin. Ja. Danke, Murat. Rot ist auch gut. Ja.
das Mikrofon wieder schnappen hier. So, jetzt habe ich die Freude, einen tollen Namen anzukündigen, den ich immer noch nicht aussprechen kann. Genevieve und Luca, zwei junge Damen, die über Ungerechtigkeit und Diskriminierung uns was hier erzählen wollen. Herzlich willkommen. Hallo, wie Sie sehen, stehen wir zum ersten Mal bei einer Demo auf der Bühne. Ich heiße Genevieve Spiroff und neben mir steht meine wohlgeschätzte Freundin Luca Vittel. Wir möchten über die Diskriminierung und Ungerechtigkeit in der letzten Zeit reden. Was ist Diskriminierung? Wie fassen wir es auf? Warum sind wir Menschen nur anders, wenn wir uns dagegen wehren? Ich als Schülerin kann bezeugen, man wird mit großen Augen angestarrt. Vielleicht kennt sie selbst diese Maulkorbträger. Vielleicht kennt sie selbst, für diese Maulkorbträger sind wir Abschaum. Für die sind wir keine Menschen mehr, die auf die gute Regierung hört. Man sieht es direkt. Verachtung, pure Verachtung. Aber vielleicht verachten sie uns nur deshalb, weil sie Angst haben oder den Mut nicht aufbringen können, sich zu wehren. Dennoch, die Augen, der Blick, voller Hass, voller Verachtung. Man kann sogar sagen, pure Mordlust liegt in der Luft. Aber so etwas ist schwer zu beschreiben oder zu erklären, wenn man die Menschen so nicht kennt oder kennen möchte. Ich denke, das ist der Tiefpunkt, den die Regierung haben wollte. Dass nur alle die Regeln befolgen, dass die Menschen ihre Menschlichkeit verlieren. Denn so aggressiv habe ich noch nie zuvor so viele Menschen gesehen, die sich gegen zwei Jugendliche aufrichten, sie dazu auffordern, Masken anzuziehen. Tja, meine Damen und Herren, das ist Luca und mir passiert schon mehrmals. Eigentlich sollte ich schon an solche Verachtung gewöhnt sein. Bin es aber nicht, weil es für mich nicht menschlich ist. Ich würde jetzt gerne auch noch was anbringen. Und zwar geht es um eine Frau, die die Menschen mit ärztlichem Attest als keine Menschen ansieht. Es gibt eine Frau in unserem Bus, die manchmal mit unserem Bus fährt. Und die beschwert sich immer, dass wir zum Beispiel die Masken nicht richtig anziehen oder auch die sagt zu den Leuten, die ihren ärztlichen Attest hat, ohne Maske reingehen, dass sie sich weiter nach hinten setzen sollen, weil sie Abstand braucht. Die Frau ist nicht alt, eigentlich so. Und ja, ich finde es einfach nur bescheuert, was die da abzieht, so dass sie das so sagt. Ich habe auch noch eine Geschichte. Das ist aber diesmal mit einem Busfahrer. Das war vor den Sommerferien, Mitte Juni. Ich bin im Bus eingestiegen, ohne Maske, da ich ein ärztliches Attest habe. Und bin dann zu meinen Freunden gegangen, da ist eine Zeugin. Und ich saß mich hin und dann erst ab der nächsten Bushaltestelle hat der Busfahrer mich angeschnauzt, dass ich eine Maske anziehen soll. Ich habe angebracht, dass ich ein ärztliches Attest habe. Er hat mit mir eine verdammte Minute darüber diskutiert, dass ich entweder eine Maske anziehen soll oder aus dem Bus rausgehen soll. Schwachsinn. Er wollte es auch nicht hören, dass ich einen ärztlichen Test habe. Nun ja, ich bin dann rausgestiegen, weil ich erstens keine Maske dabei hatte und mich sowieso nicht dazu zwingen lassen würde, eine Maske jemals anzuziehen. Meine Mutter hat nicht lange gefackelt und hat dann den Busfahrer angezeigt. Dann kam plötzlich ein Monat später unangekündigt die Polizei bei uns vorbei. Haben mich verhört, also ja, hat ihm meine Aussage aufgenommen. Und ohne Witz, der Polizist, der hatte verdammte 4 Sterne und hat mich
einfach scheiße behandelt. Der hat mir gezeigt, dass er nicht auf meiner Seite steht, dass er mir nicht das Recht gibt. Der ist direkt auf der Seite des Busfahrers gewesen. Er hat, dieser Satz, der ist in mir verinnerlicht, den weiß ich noch immer. Er hat zu mir gesagt, wenn es in meiner Ansicht so ist, dass der Busfahrer richtig gehandelt hat, entfällt die Anzeige. Ja. Meine Mutter hat dann auch nicht mehr lange gefackelt und hat dann den Polizisten angezeigt. Und ohne Witz, ich glaube, der Polizist hat so Feuer unter den Hintern bekommen, dass, glaube ich, einen Monat danach ich von der Polizei in Mohart eine Post bekommen habe mit eine Broschüre, wo drauf steht, was tun als Opfer. Ja, und dann denke ich mir so, okay, man muss erst der Person Feuer unter dem Hintern machen, damit sie reagiert. Zum Schluss möchte ich noch gerne was anbringen. Vielleicht klingt es in Ihren Ohren kindisch, aber ich vergleiche gerade diese ganze Situation mit dem armen Märchen Robin Hood. Robin Hood war ein Held in seiner Zeit, dass er für das Volk gekämpft hat, für die Freiheit, für mehr Gerechtigkeit. Man hat sich gegen Prinz John aufgelehnt, gegen das Regime. Und ich sehe uns alle als Robin Hoods an, ja? Uns alle! Die für unsere Freiheit einfach kämpft. Wir lehnen uns gegen das Regime, gegen diese Regierung. Wie nennt man das, Luca? Unfähige. Gegen unsere unfähige Regierung. Dankeschön, das war's. Danke für eure Aufmerksamkeit. Tschüss. Euer Applaus. Danke, danke für so viel Mut, so taffe Mädels. Echt super. Danke, ihr Süßen. Jetzt probiere ich das mal, ob das bei mir auch so gut funktioniert wie beim Nana oder bei Michael Ballweg. Ich sage Friede. Funktioniert, geil. Okay, jetzt kommt die Heike. Und zwar ist die Tanztherapeutin. Genau, die erklärt uns, wie man mit Toleranz und Respekt Brücken bauen kann zwischen unterschiedlichen Einstellungen. Schon spannend, ganz schön spannend. Heike, dein Mikrofon. Irgendwie brauche ich ein bisschen die Hände frei. Ich möchte mich ein bisschen bewegen können beim Reden. Ja. Genau so klappt. Also ich bin auch seit April maskenbefreit. Ich habe nicht einmal eine aufsetzen können. Und ich bin seit der ersten Demo hier in Mohart dabei und habe auch einige Male bei den ersten Demos hier eine Herzmeditation gemacht. Und auch ich musste die letzten Wochen, Monate sehr viele Dinge erfahren, erleben im zwischenmenschlichen Umgang, zwischen Menschen mit Maske und Menschen ohne Maske. Und das sind ganz schön krasse Erfahrungen, die man da machen muss. Und deswegen habe ich mir mal Gedanken gemacht und untersucht, wo auch meine Aggressionen dann in dem Fall herkamen. Und darüber habe ich mir jetzt einiges aufgeschrieben, damit ich hier einen roten Faden habe. Jetzt ist mir es aber eine Herzensangelegenheit, dass wir auch über die Herzebene miteinander kommunizieren. Und dazu möchte ich euch jetzt einladen, einen Augenblick dein Herz zu beatmen. Und wenn es dir möglich ist, dann schließe die Augen oder richte deinen Blick nach unten zur Erde vor deine Füße und lege eine Hand auf den Herzbereich.
ich mache dasselbe auch, damit ich innerlich etwas ruhiger werde. Und genieße die Stille. Atme durch die Nase tief und kräftig ein und langsam aus. Und lasse dabei gedanklich den Einatmen durch dein Herz einströmen. Und beim Ausatmen darf sich diese Herzkraft im gesamten Körper verteilen. Also mein Herz klopft ganz schön, das kann ich euch sagen. Also mein Thema ist heute Brücken bauen. Und damit meine ich die Brücke über den reißenden Fluss der Ängste. Die Brückenpfeiler dabei sind die Gedanken und Emotionen in jedem von uns. Um sie zu bauen bzw. zu stabilisieren, können wir unsere Gedanken lenken und Gefühle wahrnehmen und respektieren. Die Brücke selbst ist die Verbindung der Herzen, auf der wir uns begegnen. Und wenn ihr bei eurer Atmung bleiben möchtet, dann könnt ihr mit den Gedanken bei der Atmung bleiben und mit Aufmerksamkeit wieder hier auf den Platz kommen. Und es wäre auch sehr angenehm, wenn die Gespräche nicht unmittelbar hier an der Bühne sein würden, weil das lenkt mich auch ein bisschen ab. In einer Fortbildung habe ich mal gelernt, dass wir Menschen drei Gehirne haben. Das bekannteste ist ja das Kopfgehirn. Und dann gibt es noch ein Bauchgehirn, da haben sicher auch schon einige drüber gehört. Und dann gibt es noch ein drittes, nämlich das Herzgehirn. Und auf der natürlichen Art und Weise, also in der Natur funktioniert es so, dass der Kopf die Informationen bringt, der Bauch das Gefühl bringt und im Herz die beiden sich verbinden und das Herz dann über das Tun und das Handeln entscheiden darf. Und deswegen möchte ich jetzt einfach mal was über die Ängste erzählen. Es war mal so, dass bei diesen ersten Demos, da hat mal einer zu mir gesagt, sehr schön Heike, heute hast du das Wort mit A nicht ausgesprochen. Ich habe einen Moment lang gebraucht, bis ich drauf kam, was er meinte. Aber es ist ja so, dass die Ängste weltweit allgegenwärtig sind. Und ich bin der Meinung, dann muss man auch mal drüber reden können. Weil sonst schwabern sie ja immer nur durch die Gegend und beeinflussen die Menschen in ihrem Tun. Und ja, also es gibt verschiedene Arten von Ängsten. Zum Beispiel, was ganz groß hier im Moment vorherrscht, ist die Angst vor sozialer Ausgrenzung, vor Ablehnung, vor Schuld wird sie eingeredet. Die Angst vor Fremdbestimmung und Manipulation oder auch die Konfrontation. Dann gibt es noch diesen Begriff der Existenzängste. Und unter Existenzängste wird überwiegend ist die Meinung, dass Existenzängste mit finanziellem Verlust verbunden sind. Aber ist unsere Existenz tatsächlich von Finanzen oder vom Geld abhängig? Das glaube ich nämlich nicht. Und vor allem im zwischenmenschlichen Gespräch ist die Existenz nicht wirklich bedroht. Also ich suche dann immer bei mir, wenn ich spüre, dass ich innen eng werde, dann merke ich, dass ich von der Angst in Besitz genommen wurde. Und dann mache ich mir bewusst, eben
was ist es eigentlich gerade, wovor ich Angst habe? Welche Angst wird bei mir angesprochen? Und dadurch, dass es mir bewusst wird, kann sich auch schon verändern. Ja, und dann gehen wir mal weiter zu den Brückenpfeilern. Der eine Brückenpfeiler sind die Emotionen und die Gefühle und Stimmungen. Und da ist unsere Sprache ja eigentlich schon sehr deutlich. Gefühle wollen gefühlt werden. Gefühle sind meist auch in positive und negative Gefühle unterteilt, was eben das Nicht-Bewerten sehr schwer macht. Negative Gefühle sind zum Beispiel Ohnmacht, Wut oder Zorn. Und positive Gefühle sind Liebe, Freude, Glück. Und die meisten Menschen wollen mit dem Zorn und mit der Wut gar nicht in Kontakt kommen. Aber dann lassen wir, wo sollen wir hin damit? Wenn wir sie unterdrücken, dann sind wir wieder verspannt und eng. Deswegen wollen Gefühle gefühlt werden. Und auch hier können wir uns bewusst machen, Gefühle sind keine Fakten. Gefühle wollen nur gefühlt werden. Sie sind nicht gut oder schlecht und sie kommen und gehen. Gefühle sind Botschaften an uns, irgendwas verändern oder lernen zu dürfen. Und vor allem, du bist nicht das Gefühl, du erlebst das Gefühl. Gefühle und Stimmungen können wunderbar über den Körper wahrgenommen und auch ausgedrückt werden. Auch die Körpersprache begleitet uns immer auf einer unbewussten Ebene. Und das ist die, die eigentlich viel mehr vermittelt als die verbale Sprache. Ein lebendiger Umgang mit den Gefühlen ist auch erlernbar. Und der zweite Brückenpfeiler ist der unserer Gedanken. Wir denken fast pausenlos, überwiegend unbewusst. Unser Verstand plappert den ganzen Tag unkontrolliert auf uns ein. Und welche Gedanken und worüber es in uns denkt, das hängt stark davon ab, womit wir uns beschäftigen oder welche Information wir ihm geben, damit wir einen Einfluss darauf haben, wie wir uns fühlen. Ja, und somit können wir ein großes Stück Selbstbestimmung leben und als Beispiel für unsere Mitmenschen auch vorleben. Und hier steht und fällt Erfolg mit Selbstdisziplin und täglicher Übung. Und ich hatte jetzt eigentlich noch was vorbereitet über unser Herz, aber das ist sehr fachlich und das erspare ich uns jetzt, denn wir sind ja eigentlich über die Herzen in Verbindung gegangen. Ich habe aus meinem Herzen geredet und ihr habt euch mir aus eurem Herzen zugehört und deswegen haben wir hier die Brücke schon geschlagen. Und ich lese jetzt noch einen letzten Text vor. Das ist ein kurzer Text, den hat Nelson Mandela bei seiner Antrittsrede 1994 vorgelesen und der Text ist von Marianne Williamson. Unsere tiefgreifendste Angst ist nicht, dass wir ungenügend sind. Unsere tiefgreifendste Angst ist, über das Messbare hinaus kraftvoll zu sein. Es ist unser Licht, nicht unsere Dunkelheit, das uns am meisten Angst macht. Wir fragen uns, wer bin ich? Mich brillant, großartig, talentiert, fantastisch zu nennen. Aber wer bist du, dich nicht so zu nennen? Du bist ein Kind dieser Erde. Dich selbst klein zu halten, dient nicht der Welt. Es ist nichts Erleuchtendes daran, sich so klein zu machen, dass andere um dich herum sich nicht unsicher fühlen. Wir sind alle bestimmt zu leuchten, wie es die Kinder tun. Wir sind geboren worden, um den Glanz des Lebens, der in uns ist, zu manifestieren.
Und wenn wir unser eigenes Licht erscheinen lassen, geben wir unbewusst anderen Menschen die Erlaubnis, dasselbe zu tun. Wenn wir von unserer eigenen Angst befreit sind, befreit unsere Gegenwart automatisch andere. Und damit wir jetzt aus dieser Angst auch wieder rauskommen, kommt jetzt nochmal die Trommelgruppe und ich möchte euch einladen, die Trommler bei ihren Rhythmen mit euren Füßen auf der Erde zu begleiten und mit euren Händen und Armen euch zu bewegen. Denn nur über den Körper können wir auch die Ängste wieder rausbekommen. Und wenn ihr den Boden unter euch spürt, dann habt ihr die Sicherheit, dass ihr in eurem Körper, mit eurem Körper, hier in Sicherheit seid. Und ich gebe den Ring frei. Vielen Dank. Genau, und wenn ihr ein bisschen mit den Füßen wippt und aufstampft, dann wird euch auch ein bisschen wärmer. Klatschen hilft auch und ist nett für uns. Wir nehmen es als Applaus dann immer. Wir spielen noch ein Doppelstück für euch. Das erste Sofa hat nichts mit Couch zu tun, sondern ist ein Kraftrhythmus. Der zweite, Moribayasa, ist ein Wunschrhythmus. Und vielleicht mögt ihr zusammen mit unseren Trommelklängen eure guten Wünsche in die Welt schicken. Thank you.
Mikrofon? Ja, ist da. Gut. So, jetzt kündige ich jemand an, den ich seit über 20 Jahren kenne, liebe und schätze, der mich und meine Kinder durch viele schwere Zeiten begleitet hat und immer für uns da war und immer ein offenes Ohr für uns hatte, uns immer Mut und Zuversicht und Liebe geschenkt hat, Dr. Wolfgang Scheel. Alte Witzka, wow, eine große Familie. Hier fühle ich mich wohl. Und die Armen, die nicht dabei sein dürfen. Ja, also das Wichtigste in der Familie, die Kinder. Was unseren Kindern angetan wird, ist eine Katastrophe. Man versucht mich schon längere Zeit klein zu machen, mir die Zulassung zu entziehen. Jetzt hatte ich Besuch am Mittwoch vor einer Woche. So, da ging die Tür auf. 9 Personen, ein Staatsanwalt, ein Polizist, 2 Türbewacher, dass ich ja nicht weglaufen kann, und was war ich, ein Techniker und noch also 9 Leute. Heute habe ich noch Bildzeitung gelesen, Deutschland ist ein tolles Paradies für Terroristen und Menschen, die sich um die Kinder kümmern, die werden derart wie Dreck und wie Böse und wie Kriminelle behandelt. Es ist unglaublich. Man kann mich nennen, wie man will. Ich bin keine Konfession, ich bin in keiner Partei, ich bin frei. Ich bin frei, werde frei bleiben und mich kann niemand klein machen. Ich komme aus der DDR. Ich habe da auch Ideale gehabt und könnte sich vorstellen, wie ich da gekämpft habe. Und hier werde ich meine Ideale nie, niemals aufgeben. Meine Ideale, eine vernünftige Zukunft, und unsere Kinder sind unsere Zukunft. Wir haben am letzten Mittwoch, die müssen wir beschützen, beschützen, nochmals beschützen. Wir haben am letzten Mittwoch vor der KV eine Demonstration gehabt, die war obergigantisch. Nochmal von hier aus vielen, vielen, vielen Dank allen, die daran beteiligt waren. Es ist unglaublich, was für tolle Menschen es auf dieser Welt gibt. Und wir lassen uns nie und niemals klein kriegen. Irgendein seltsamer Typ hat gemeint, wir müssen Masern ausrotzen. Ja, das passt gerade. Also Masern ausrotzen. Kinderkrankheiten sind keine Krankheiten zum Kuckuck. Wann wollen wir das begreifen? Der Körper spinnt nie. Der Körper ist ein Wunderwerk. Wenn irgendein Organismus sich eine Krankheit nimmt, ist das keine Krankheit, das ist Heilung. Wer meint, Kinderkrankheiten unterdrücken zu müssen, das ist aus meiner Sicht Verbrechen. In den 38 Jahren, die ich in Steinheim bin, habe ich vielleicht 5-mal, maximal 10-mal Masern gesehen. Und die waren immer völlig unkompliziert. Und jedes Mal hat das Kind oder haben die Kinder sich weiterentwickelt. Also die Probleme, die Krankheiten, die wir haben, sind Heilung und sind Chancen einer Weiterentwicklung. Jetzt kann man... kam irgendein Typ auf die Idee, müssen wir ausrotten. Jetzt ist ja unglaublich, mit welcher Hysterie, mit welcher Gemeinheit, mit welchem Druck die Kinder unterdrückt werden, die Eltern unterdrückt werden. Wir haben in den letzten Monaten jeden Tag hunderte Mails, hunderte Briefe, das Telefon stand nicht still, aus ganz Deutschland. Weil kaum ein Kinderarzt den Eltern die Angst, die wir Kinder haben, berechtigt Angst, weil Familienprobleme sind und weil sie Angst haben vor Impfen. Jede Impfung ist immer eine Belastung. Impfen ist, konkrete Körperverletzung. Bewusste Körperverletzung. Kein Kinderarzt der Welt kann sagen, dass er nicht weiß, dass Impfung Belastung ist. Keiner. Also nochmal, ist jede Impfung eine bewusste Körperverletzung. Und wenn dann die Eltern ihr Kind nicht impfen wollen, werden sie aus den Praxen rausgeschmissen. Leute, die Kinderärzte schmeißen die Eltern
aus der Praxis raus, beschimpfen sie, setzen sie unter Druck, nur weil sie Kinder nicht impfen wollen, werden sie aus der Praxis geschmissen. Wo leben wir denn? Das nennt sich freiheitliche Demokratie. Wo leben wir denn? Das Mittelalter kann nicht schlimmer sein. Kinderärzte, wo seid ihr? Kinderärzte, wo seid ihr? Wieso müssen alle aus ganz Deutschland zum Schäl fahren, dass ihr Hilfe bekommt? Wo seid ihr? Ich möchte euch munter machen, so geht das nicht. Und nur sagen, ja, ich bin gegen Impfung nichts zu, das reicht auch nicht. Wir müssen unsere Kinder schützen, das werden wir. So, und nachdem wir körperlich insgesamt völlig down waren und dann das gar nicht mehr geschafft haben, haben wir dann einen Stempel herstellen müssen, Annahme verweigert. Wir haben die Briefe mit einem Herzversehen zurückgeschickt. Wir haben es einfach nicht mehr geschafft und unser Herz hat geblutet. Und da haben unsere Freunde gesagt, ja, Bescheinigungen sind auch keine Lösung. Wir müssen jede Eltern, wir müssen alle gemeinsam nicht ausweichen, sondern aktiv was tun. Man könnte zum Beispiel zum Gesundheitsamt gehen, Termin beim Chef und ihn angucken. Sie wollen, dass mein Kind geimpft wird. Das finden Sie gut. Da möchte ich von Ihnen jetzt und sofort eine Bescheinigung, dass das Impfen keinerlei Schaden bedingt. Nein, das geht nicht. Aha, Sie wollen mich nötigen, dass ich meine Kinder dieser Riesengefahr aussetze, einer schweren Schädigung. Wollen wir zur Polizei gehen oder gleich zum Gericht? Was wollen wir denn? Also wir dürfen uns das nicht gefallen lassen. Und dann wird behauptet, ja, Impfkomplikationen sind ja ganz selten. Die Zahlen, die kursieren, sind witzig. Genauso blöd wie die Zahlen von Corona. Genauso lächerlich und dumm und verblödend. Also, weder das Robert-Koch-Institut, noch die Ärzte, die zum Impfen drängen, noch die Pharmaindustrie wird jemals zugeben, dass Impfungen Belastung sind. Also die Zahlen sind völlig lächerlich. Und da musste ein Institut dann doch die Zahlen preisgeben und dann hat sich herausgestellt, dass in wenigen Jahren 50.000 schwere Impfschäden sind und davon die Hälfte nochmal extrem schwer. Und das Wesentliche, sie mussten zugeben, dass das nur 5% der tatsächlichen Zahlen sind. Also die meisten Probleme der Impfung werden verschwiegen und sie werden gar nicht dargestellt. So, jetzt für Sie, für Eltern. Also es ist ganz einfach, Sie sind auf der Siegerstraße. Warum? Wir haben ein Grundgesetz. Die Würde des Menschen ist nicht, die Würde des Menschen ist heilig und nicht antastbar. Grundgesetz, erstens. Zweitens, wir haben das Recht der Selbstbestimmung. Die Kinder sind nicht die Kinder des Staates, abgesehen wie erst der Staat sind wir. Die Kinder sind unsere Kinder. Sie haben das Recht auf Selbstbestimmung. Sie haben das Recht zu Schutz vor körperlicher Unversehrtheit. Sie haben das Recht, sich zu wehren, weil es gar kein Maß an Einzelimpfstoff gibt. Gibt es gar nicht. Wenn man gegen Masern impfen will, kann man nicht damit dreifach Impfstoff kommen. Sie haben das Recht, sich zu wehren, weil jede Impfung immer eine Belastung ist. Sie können dann einfach den Typen, die Sie drängen wollen, in die Augen sehen und sagen, ja, selbst wenn es nur ein einziges Kind auf dieser Welt gäbe, was eine Komplikation nach der Impfung hätte, wenn es Ihr Kind wäre, stellen Sie sich vor, Ihr Kind hat einen schweren Schaden und Sie müssten mit Ihrem Kind dann lebenslang nicht diesen schweren Schaden ertragen. Ist das toll? Wird wahrscheinlich keiner wollen. Die sitzen irgendwann am Schreibtisch und sehen nur eins, Impfen ist gut und der Schäden und die Impfgegner sind Verbrecher, sonst was. So geht das nicht. Wir müssen sie munter machen, wir müssen sie wachrütteln. Ich überlege mir ja auch, wieso viele Menschen träumen, schlafen, für 5G sind und impfen sind. Ich habe mir lange überlegt, wie das sein kann. Durch die Ernährung, dass sie verstopft, verkalkt sind, nicht mehr denken können. Ich glaube, die Menschen sind so fertig, dass sie einfach so energetisch kaputt sind, dass sie gar nicht mehr denken können und dann eben auf Motivation, wenn wir mit ihnen reden, aggressiv werden. Wenn Sie irgendeine Frage haben, was wirklich stimmt, dann können Sie darüber nachdenken, dass wir verblödet werden. Der Herbst soll eine Grippe machen. Glauben Sie wirklich, dass der Herbst eine Grippe macht? Ich glaube das nicht. So. Gab es einen Pfarrer Kneipp, der hatte Tuberkulose, angeblich unheilbar.
Er wollte das Leben nehmen, ist ein eiskaltes Wasser gesprungen. Jemand hat ihn gerettet, seine angeblich unheilbare Tuberkulose war weg. Das heißt, der Kältereiz über die Haut hatte die Reserven des Körpers mobilisiert und er war gesund. Das heißt, der Herbst ist nicht Ursache für krank zu werden, sondern eine Möglichkeit, das Immunsystem zu trainieren. Es kommt. Es kommt eine Grippewelle, da kommt eine Welle, da kommen Viren und die Medien verkünden das. Das kommt zu uns ins Schlafzimmer und da wäre ich krank. Also so ein Blödsinn. Oder Krankheitsreger machen krank. Unsinn. Ich habe 50 Jahre mit kranken Menschen zu tun. Mich hat noch nie jemand krank gemacht. Mich wird auch keiner krank machen. Niemals. Niemals der Reger. Das Milieu ist das Thema. Das weiß jeder Arzt. Das haben wir während der Ausbildung tausendmal gehört. Nicht der Erreger, nicht die Mikrobe, das Milieu, der Zustand der Menschen ist das Thema. Völlig klar. Und wenn die Menschen irgendwo in Asien dann Hunde töten und die toten Tiere als Leiche da irgendwo auf den Märkten liegen und dann unhygienischerweise man diese Dinge isst, klar ist das Immunsystem belastet. Wenn irgendwo Krieg ist und die Leute seelisch, geistig, sozial völlig am Ende sind, kann ihr Immunsystem nicht in Ordnung sein. Wenn man hier im kapitalistischen System die Menschen kaputt macht und unsere Lebensgrundlage, Wasser, Erde, Licht, Luft zerstört, kann man nicht gesund sein. Und wenn man meint, die Probleme des Kapitalismus, Gier, Börse und immer mehr, immer weniger wollen, immer reicher werden und die Masse verarmt, das mit Impfen wegschieben zu können. Man kann die Probleme des Systems mit Impfen nicht lösen. Und da müssen wir langsam endlich wirklich munter werden. Was haben wir erlebt, als Lockdown war, wie die Natur sich innerhalb von kürzester Zeit erholt hat? Blauer Himmel, saubere Luft. Können wir denn nicht einfach lernen, dass wir aufhören, unsere Natur kaputt zu machen und uns selbst auch? Wir müssten einfach eine neue, bessere Welt aufbauen. Weiter zu der Verblödung. Es wird behauptet, dass Pollen Heuschnupfen machen. Glauben Sie ernsthaft, dass die Natur krank machen soll? Und die Experten behaupten, ja, Pollen machen krank und dann vertiefen sich in den Unsinn und gucken dann, welche Blutbilder verändert sind. Niemals machen die Pollen krank. Ohne Pollen gäbe es kein Leben. Es hat mit uns Menschen zu tun. Niemand und nichts ist gegen uns, außer wir selbst. Der Mensch ist ein Wunderwerk. Er spinnt nie. Wenn dann die Ärzte meinen, Schilddrüsenüber- oder Unterfunktion, dann spinnt der Arzt, aber nicht der Körper. Wenn ich hektisch bin und die Schilddrüse mir leisten muss, wird die natürlich größer und findet der Arzt erhöhte Schilddrüsenwerte. Wenn ich verkrampft bin und die Drüse den Inhalt nicht freigeben kann, findet der Arzt erniedrigte Schilddrüsenwerte. Also nochmals, der Körper spinnt nie. Wir müssen mit uns gut umgehen. Nachher erzähle ich noch ein bisschen was, wie Sie ein Leben lang ab heute gesünder werden können. Zur Corona, Heidewitzka, es ist nicht zu glauben. Nicht zu glauben. Irgendein Erreger kommt von China nach Europa, dann nach Deutschland, dann nach wohin auch immer, welche Stadt, dann in mein Bett und dann werde ich krank. Es ist eine Riesensauerei, dass die Medien rund um die Uhr Hirnwäsche machen, die Leute verblöden und mit Angst krank machen. Die Angst macht sie krank. Die Angst macht sie krank. Es ist unverschämt. Wo sind die Ärzte, die sagen, wo sind sie? Die sagen, nein, die Erreger machen niemals krank, die Angst macht sie krank. Wer erlaubt sich, den Menschen Angst zu machen? Wer erlaubt die Menschen mit Angst zu blockieren? Wer erlaubt damit, mit der Angst die Nieren kaputt zu machen? Wenn die Niere kaputt ist, sind sie energetisch schlecht drauf. Allein durch die Angst sind die Leute so energetisch schlecht drauf, sie können gar nicht gesund sein. Es ist unverschämt. Der liebe Gesundheitsminister, den ich besonders liebe, der jammert, ja, er habe Corona nicht erfunden. Aber er könnte weltweit was erreichen. Er könnte sagen, die Medien bekommen endlich einen Maulkorb. Die Medien einen Mund- und Nasenschutz. Dass sie endlich mal aufhören, rund um die Uhr Angst zu streuen, Blockaden zu setzen, die Menschen noch kränker zu machen, als sie jetzt schon sind. Wie wäre es denn, wenn die Medien die Menschen sagen, ihr könnt gar nicht krank werden, wenn ihr mit euch mit umgeht? Gute Haltung, keine Blockade, keine Anspannung, bewusst atmen,
gesunde Ernährung, Ziele haben, raus aus den negativen Emotionen, Bettstelle klären und. Wie einfach wäre es, gesund zu sein. So, und wir erwarten von den Medien, dass sie das tun. Nochmal zur Klugheit unserer Ärzte. Wie nennt man das Ding da? Stethoskop. Mikroskop heißt, man sieht etwas. Ich habe in dem Ding noch nie irgendwas gesehen. Ich kann damit auch nichts sehen. Das heißt, irgendein besonders Schlauer hat das Stethoskop genannt und alle anderen Schlauen plappern das unkontrolliert nach. Also irgendeiner behauptet, Coronaviren machen krank und alle plappern das unkontrolliert nach. So klug ist diese Welt in einer Zivilisation. Ich schäme mich massiv. So, dass wir zwischendurch ein bisschen erholen, wie ich weitermache, machen auch ein schönes Tänzchen. Ich komme öfters zum Tanzen. Juhu! Schön, schön, schön. Also, da ging die Tür auf in der Praxis und da kamen dann 9 Menschen, Staatsanwalt und Polizei und wie ich habe schon erzählt. Und ich wäre enttäuscht gewesen, wenn es nur 3 gewesen wäre, das wäre ja unter meiner Würde. Also, scheinbar ist das Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Und wenn ich denke, wie viele wenige Pflegekräfte wir haben und wie unsere Straßen und unsere Zustände in diesem Land sind, ich denke, man könnte die Menschen doch irgendwie anders einsetzen. Und die meinten dann irgendwas zu suchen zu wollen und irgendwas bei mir zu Hause auch. Also ich habe nichts, hallo Herr Staatsanwalt, hallo Herr Richter, ich habe nichts zu verstecken, ich habe nichts zu heimlichen, ich stehe zu dem, was ich tue, ich bin stolz drauf, das, was ich tue. Es ist nur dramatisch, dass die Menschen aus ganz Deutschland, aus allen Bundesländern 7-8 Stunden zu mir in die Praxis fahren mussten und allen möglichen Kinderärzten vorbeigefahren sind. Es ist ja nicht zu glauben. Wo seid ihr Kinderärzte? Bitte werdet munter. Wo seid ihr? So, und jetzt zur Impfunfähigkeitsbescheinigung. Die meinten, dass ich dann Urkundenfälschung mache. Da gab es eine tolle Journalistin, die im ZDF, Frontal 21, das ist so eine Reisersendung, dann eine Sendung gemacht hat, die rechtlich also schon sehr bedenklich ist. Der hat eine Sendung gemacht im öffentlichen, rechtlichen Fernsehen, das wir unter Druck finanzieren und mit Lügen. Also die Bundestagsabgeordneten haben dann dieses Gesetz, das Maßnahmenschutzgesetz, diskutiert. Da gab es einen Rudolf Henke in Deutschland, der Macht hat, hat sich hingestellt, wenn die Eltern ihre Kinder nicht impfen lassen, kommen wir mit der Polizei, nehmen den Eltern Kinder weg, gehen ins Gesundheitsamt und machen eine Zwangsimpfung. Das in Deutschland. Nur überlegen. Da habe ich denen einen bitterbösen Brief geschrieben, der war wirklich nicht sehr nett, hat geschrieben, hat einen Bart, dass er sich hinter einem Bart versteckt, hat eine Brille, dass keinen Durchblick hat, hat einen bösen Brief geschrieben, dass er auch reagiert. Und er hat reagiert, zwei Seiten Brief zurückgeschrieben und hat sich wieder vom Bundestag hingestellt. Es gibt keine Zwangsimpfung, es gibt auch keine Impfpflicht. Die Impfung gegen Masern ist definitiv freiwillig. So, dann hat diese Journalistin im ZDF eine Sendung gemacht, Impfpflicht wie die, oder Schutz gegen Masern, wie die Impfpflicht boykottiert wird. Also in krimineller Art und Weise hat die Frau eine Sendung gemacht über ein Thema Impfpflicht, was gar nicht gibt. Ist ja schon mal kriminell. Dann hat sie mir unterstellt, dass ich Urkundenfälschung mache, was ja auch total Lüge ist. Dann hat sie den Impfgegner unterstellt, dass sie eben mit Angst ihr Ziel erreichen wollen. Das ist auch Frechheit ohne Zehn. Also die ganze Sendung war definitiv rechtlich, also sehr neben der Kappe. Und dann kam dann eben, das war der Auslöser, dass der Scheel jetzt nun im Visier ist. Für sie jetzt, wer seine Kinder impfen will, sie können sich selbst eine Impfunfähigkeitsbescheinigung ausschreiben. Sie selbst. Kein einziger Mensch auf der ganzen Welt garantiert Ihnen, dass die Impfung kein Schaden ist. Also Umkehrschluss, kennt von Ihnen irgendjemand, der impffähig ist?
Ich kenne niemanden. Der Spahn? Ja, den sollte der. Ja. Der ist dagegen Grippe geimpft und wie Sie gemerkt haben, ist er krank geworden. Ja, 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 so. Sollte alle Impfungen gleichzeitig erleben. So, jetzt ist es tatsächlich so, dass die Situation eskaliert. Sehr viele, gerade ältere Menschen, haben wirklich Angst, krank zu werden, haben Angst, durch Corona zu sterben. Und das wird ja immer zunehmend aggressiver, dass Jugendliche, die keinen Mundschutz tragen, dann um ihr Leib und Leben fürchten müssen. Ich denke, wir müssen den Menschen helfen, gerade die Angst haben. Und es gibt keine Risikogruppe. Also wenn ich überlege, ich bekomme von der Stadt Steinheim immer wieder mal eine Einladung zum Seniorentreffen. Ich lache mich krumm und schief, weil ob ich lachen soll oder heulen soll, ich soll zum Seniorentreffen. Also ich werde mit 72 und mit 80 und mit 90 immer noch keine, nicht so Risikogruppe gehören. Es hat mit uns was zu tun. Wenn die Menschen ihr Leben lang gegen sich gelebt haben, ihr Immunsystem auch mit Ernährung belastet haben, dann ist es ein Thema, was mit ihnen zu tun hat. Vielleicht auch für Sie zur Motivation. Wenn ich mit 72 Kopfstand kann, kann ich auch mit 100 noch. Nur als Motivation. Was ich damit sagen will, Gesundheit heißt seelisch, kann man weise werden, geistig klüger, sozial kann man auch in diesem Chaos klarkommen und körperlich kann man fit bleiben. Also die Suggestion, wenn man schon 40, jetzt geht es wieder bergab, niemals. Also einfach, wichtig ist, dass Sie mit sich gut umgehen und dass Sie in guter Energie sind, dass Sie an der Erschaffung einer besseren Welt beitragen. Also gute Haltung, ganz wichtig. Keine Blockade, das blockiert 70% der Gesundheit. Keine Anspannung, bewusst atmen. Die meisten Menschen atmen so schon viel zu schlecht, da müssen wir noch mit Masken unsere eigenen Ausatmen, Luft wieder einatmen. Katastrophe. Gesunde Ernährung, die Nahrung verwerten. Gute Durchblutung, kein Lymphstau. Das wissen die meisten Menschen nicht. Die schwimmen heute zwischen den Fingern und Zehen, sind die Reflexzündpunkte des Lymphsystems. Und die meisten sind da gestaut, das heißt, sie sind im Bindegewebe verstopft, wie auf der Autobahn. Tolles Auto, tolle Autobahn, nützt nichts, wenn man Stau steht. Da kann man dann Lymphdrainage machen. Gesunde Ernährung, Nahrung verwerten, Ziele haben, Bettstelle klären, wie auch immer. Und ganz wichtig, keine negativen Emotionen. Angst belastet die Niere, Sorgen belastet den Magen, Traurigkeit die Lunge, Frust die Galle. Und da kann man dann mit Akupressur viel machen. Wo die Augenbrauen anfangen, dass der Blasenbereich, der mit Unsicherheit was zu tun, da können wir dann Akupressur machen. Ich liebe, akzeptiere mich trotz der Unsicherheit, ob die Welt, die neue Welt, die vor der Tür steht, demnächst kommt. Ich lasse jetzt sofort die Unsicherheit los, ersetze durch größere Sicherheit die Welt, die neue Welt steht vor der Tür und wird kommen. Das ist Galle Frust, das ist Magensorge. Ein Meisterpunkt ist die Oberlippe, wird der Stress reduziert, mit dem Punkt werden alle Meridianen aktiviert, unterdrückte Emotionen. Ihre Ängste, Bauchspeicheldrüse, Selbstwertgefühle und so weiter. An der Hand kann man dann, das ist der Lungenpunkt, Traurigkeit, kann man so Switching machen. Ich möchte Ihnen versprechen, aus Dankbarkeit, dass Sie hier sind, werden wir eine Mail schicken, die ganzen Unterlagen naturerkundlicher Art. 6 Seiten, die man Gesundheit machen kann, die Akupressurpunkte, die Reflexzone, also quasi die ganze Naturerkunde. Mein Traum ist, dass die Menschen unsere Ärzte gar nicht brauchen, dass die Menschen mit sich gut umgehen und aus einer guten Energiesituation heraus eine bessere neue Welt aufbauen. Und das geht ganz einfach. Ich mache morgens 1,5 Stunden für mich. Ich habe versprochen, bis 100 noch in der Praxis sein, also nur was tun. Sie brauchen keine 1,5 Stunden, 10 Minuten genügen. Allein wenn man die Hände reibt, wird 2-mal der ganze Körper gesund gemacht. Freude, Freude, Freude. Wenn man die Ohrläppchen massiert, wird 4-mal der Kopf, Hypophyse aktiviert und die aktiviert 4-mal alle Körperfunktionen. Stresspunkt haben wir schon genannt. 5% in das Bewusstsein, das meiste läuft unbewusst ab. Kann man mit dem Punkt programmieren, das Unterbewusstsein. Ich will topfit sein, ich werde topfit sein, spüre, wie es Tag für Tag besser wird. Es gibt keinen Grund, es nicht zu wollen, es wird was immer. Dann ganz, ganz wichtig, es ist nicht zu glauben, seitdem es Menschen gibt, seit Menschheitsdenken, gibt es eine Handvoll Leute, die uns beherrschen.
Königreichs was erleben. Eine Handvoll Leute meint, uns beherrschen zu können. Wichtig, wichtig, wir sind so programmiert, dass wir was wollen, sagt die eine Hirnhälfte, na klar, und die andere sagt, ich darf gar nicht. Ich auch, wir alle wollen was, und die andere Hirnhälfte sagt, ich darf gar nicht. Und das nennt sich dann Ethokinesthesie, einfach dann die rechte Hand aufs linke Knie, ein paar Mal hin und her, wird die Hirnhälfte spinnend integriert. Ganz wichtig, nochmal, weil es so wichtig ist, wir wollen was und wir selbst steuern mit der einen Hirnhälfte dagegen, ich darf ja gar nicht, ich bin ja nur Untertan. Und damit wird die Hirnhälfte spinnend integriert. Also mit den vier Dingen kann man alles erreichen. Vorstellig sein soll, die Kräfte, unsere geistigen Kräfte sind unbegrenzt. Immer wieder die Energie ins Positive stecken. Unterbewusstsein, Blockaden löschen und dann keine negativen Emotionen. Die Erde ist traumhaft, Paradies. Wir können die absolute Einheit Pflanzen, Tiere, Mensch sein. Wir können das Paradies auf Erden schaffen. Das steht vor der Tür und ich freue mich, dass Sie dazu beitragen. Nie aufgeben, nie locker lassen und morgens aufstehen. Ein neuer Tag und 24 Stunden Zeit, dieses Ziel zu erreichen. Super, super, super. Alles Gute. Scheel, weil er so viel Liebe ausstrahlt. Alle Kinder lieben ihn und alle Menschen und Kinder, die ihn nicht kennenlernen durften in ihrem Leben, haben mein tiefstes Mitgefühl. Ganz wirklich. So, meine Tochter, die kleine Tänzerin, die hier noch so rumtanzt, ist meine Enkelin. Meine Tochter möchte gerne noch was sagen. Sie kennt ihn auch vom ersten Tag ihrer Geburt an quasi. Möchte unbedingt noch was sagen. So, bitteschön. Wir haben jetzt noch hier ein kleines Dankeschön für den Dr. Scheel. Ja, hier. Für ihn und seine Frau, natürlich für seine Frau, gell, auch ein Röschen. So, vielen, vielen Dank, lieber Herr Dr. Scheel. Jetzt muss ich noch schnell sagen, wir haben hier den Infotisch, den meine große Tochter betreut. Nein, Schatzi, nein, 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 du darfst mir nicht das Mikrofon klauen. Da haben wir ganz tolle Sachen von Michael Ballweg, wo da draufsteht, aus sonstigen Gründen man die Maske verweigern darf quasi. Und vom Scheel haben wir natürlich auch Flyer auslegen von der Beate Bahner. Dann für Nichterteilung für den PCR-Test an Schulen. Bitte geht zum Infotest, zum Infostand und nehmt es mit. Hilfe zum Einkaufen ohne Attest haben wir was ausliegen. Also der ist gut bestückt, der Infostand. Meine Tochter hilft euch auch allen und gibt Ratschläge. Also nehmt es gerne bitte an, die Informationen. Und wenn ihr irgendwelche Nazis oder Reichsbürger oder Aliens seht, vor denen wir euch beschützen sollen, wendet euch getrauenvoll an uns. Wir helfen euch gerne dabei. Ihr habt keine gesehen, Nazis, oder? Genau. So, jetzt will noch der Reinhard und die Mama von Louis Manu, die Claudi, ganz schnell noch was sagen. Bitte schön. Hallo Mohart, hallo. Ihr seid toll, ihr habt lang durchgehalten, es sind immer noch viele da. Und ich möchte mich an dem Wolfgang seine Worte kurz anschließen. Meine Frau Sigi und ich waren in Berlin auf der Demo. Und da ist die Sigi hinter mir mit jemand hergelaufen und da sagt er, Mensch, dein Mann, der muss eine Jacke anziehen, der wird ja krank. Und dann sagt sie, nee, nee, der wird nicht krank, da brauchst du keine Angst haben. Und dann sagt er, ach, wenn der mal im Mai-Alter kommt, dann erwischst du ihn auch. Sagt sie, wieso, wie alt bist denn du? Ha, 47, sagt er. Ja, ich bin jetzt 65, bin unkrankbar und ich kann euch allen empfehlen, den Ratschlägen vom Dr. Scheel nachzugehen. Mohart heißt, dass Mohr an der Mur liegt. Morgens aufstehen, in die Mur gehen, im Winter ist es dunkel, da sieht es niemand, könnt ihr nackig reinspringen. Nur ganz kurz, der Körper kriegt einen Mega-Impuls und ihr seid unkrankbar. Er hat vollkommen recht, ich bin der lebende Beweis dafür. Ja, mein Name ist Reinhard Müller und seit 32 Jahren lebe ich vom Kabarett und von der Musik. Und seit März habe ich keine Einnahmen mehr. Es ist alles storniert worden fürs ganze Jahr, werde dieses Jahr auch nichts mehr einnehmen. Das ist schlimm, aber viel schlimmer ist für mich, wie viele Menschen hier in Deutschland vor sich hinpennen und nicht erkennen, was los ist. Und auf den Demos werden super Reden gehalten, so wie gerade eben vom Dr. Scheel. Es wird ein riesiges Wissen vermittelt und es fällt immer auf fruchtbaren Boden, nämlich die, die sich versammelt haben, wollen das hören.
aber die, die sich nicht versammelt haben, die hören es nicht. Und da habe ich mir Gedanken gemacht, wie geht es an diese Menschen raus? Und dazu habe ich ein Gespräch entwickelt und dieses Gespräch möchte ich euch kurz vermitteln. Und zwar geht es folgendermaßen. Ich kann jeden x-beliebigen Menschen ansprechen, mit diesem Gespräch klappt das immer. Ich sage zu den Menschen, Sie, guten Tag, Entschuldigung, ich möchte Ihnen nicht zu nahe treten, aber wo haben Sie eigentlich so Ihre Informationen zu Corona her? Alle sagen, heute Tagesschau, ZDF, ARD. Ganz entscheidend, jetzt sage ich an der Stelle, ja, ich auch. Aber jetzt hat mir da einer was gesagt. Das heißt, jetzt fällt es mir nicht ein. Kleinen Moment, ich schaue mal nach. Ah ja, genau. Das heißt Telegram. Und zwar, das ist sowas wie WhatsApp. Kennen Sie doch, oder? Kennt jeder. Kennen Sie doch. Bloß, der Server steht in der Schweiz, ist nicht zensierbar. Ist kostenlos runterladbar und meine Tochter hat mir da eine Karte gemacht, wo zwei QR-Codes drauf sind. Sie können sich's runterladen, stehen auch ein paar Seiten drauf. Wenn Sie sich das anschauen, das ist der Hammer, was in Wirklichkeit abläuft. Und hinten habe ich noch ein paar Seiten drauf, nämlich www.Ärzte für Aufklärung, www.Anwälte für Aufklärung, www.Lehrer für Aufklärung. Jeder, absolut jeder will diese Karte haben. Warum? Das erkläre ich euch jetzt. Wenn ich jemand vorsichtig anspreche, ich könnte ja auch sagen, er steht neben mir am Regal, ich suche Käse raus, er sucht Wurst raus, ich sage zu ihm, sag einmal, was hast denn du für eine Windel im Gesicht? Ha, du kannst schon nicht ganz sauber sein. Ha, wenn ich einmal mein Hirn verstecken will, verstecke es bei dir, da sucht kein Mensch ein Hirn. Aber wenn ich das so mache, dann macht er zu. Nein. Wenn ich ganz vorsichtig frage, dann löse ich bei ihm aus, dass er mir helfen will. Und er sagt mir, wo er seine Informationen her hat. Und jetzt bestätige ich ihm, genau, da habe ich sie auch her. Das heißt, wir sind jetzt auf einem Level. Ich erzeuge ein Wir-Gefühl. Und jetzt erzähle ich ihm das von der Karte. Und da löse ich bei ihm aus, wow, der weiß mehr wie ich. Und jetzt will der die Karte haben. Und jetzt ist er gierig auf Neues. Man sagt auch neugierig dazu. Und jetzt kommt er heim und er nimmt die Karte und er legt los. Ihr werdet jetzt jeder gleich solch eine Karte bekommen und denkt dran, wie das Gespräch geführt wird. Führt es genauso, es führt zum Erfolg. Ich kriege immer wieder Feedbacks aus ganz Deutschland. Es sind inzwischen jetzt fast 15.000 Karten von mir verteilt worden. Und ihr sollt jetzt die Karte, die ihr bekommt, danke, vielen Dank. Ihr sollt die Karte, die ihr bekommt, nicht gleich dem Nächsten geben. Nein, ihr sollt ins Internet gehen aufgrund der Karte. Und zwar auf, helfe mal, Claudi, auf wo findet man die Karte? 7? Gewährdenken 702. Und dort könnt ihr anklicken und könnt dann die Druckdatei, ihr seht, ich bin ein bisschen computerdement. Ja, also die Druckdatei könnt ihr runterladen und könnt sie dann bei einer entsprechenden Firma, zum Beispiel Flyer Alarm, reinladen. Und 10.000 solche Karten kosten 70 Euro. Das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall, weil wir müssen jeden gewinnen, so viele wie es nur geht. Es laufen jetzt gleich 2, 3 rum und verteilen die Karten und jeder von euch soll auf jeden Fall so eine Karte mitnehmen. Ja, das ist das eine, wie spreche ich Leute an. Und jetzt möchte ich kurz über das Gespräch sprechen. Wenn Menschen miteinander sprechen, da brauche ich noch eine Minute dazu. Tätet ihr zwei bitte mal raufkommen. Wir sind ein bisschen schüchtern. Die kriegen einen ganz kräftigen Applaus. Danke, du bist die Franziska und die Caroline. Also nehmen wir mal an, ich bin auf dem Markt. Ich komme mal bitte hierher zu mir. Nehmen wir mal an, mal hierher kommen. So. Ich bin auf dem Markt irgendwo und dann stehen die zwei da und dann komme ich dazu und sage, Mensch, ich habe doch kürzlich Trommeln sehen, was spielst du für Trommel? Und dann erzählt sie mir, ja, ich spiele Djembe und was spielst du für Trommel? Ja, ich spiele Basstrommel und so. Und jetzt schaut mal, hier sind etwa 40 Zentimeter, hier sind 40 Zentimeter, hier sind 40 Zentimeter. Und wenn ihr jetzt stehen bleibt alle und euch mal umschaut, sind immer 40 Zentimeter zwischen den Menschen. In Mitteleuropa.
In Japan ist dieser Abstand größer. In Amerika ist dieser Abstand enger. Die stehen so zusammen. Und in Italien, in Sizilien, da ist er ganz eng. Ja, die sprechen mit den Fingern. Und jetzt zeige ich euch, was passiert. Was wird von uns verlangt? Was für ein Wahnsinn. 1,50 Meter. Bitte mach mal einen großen Schritt zurück und du auch einen großen Schritt zurück und ich auch. So, und jetzt stellt euch vor, wir treffen uns am Markt. Jetzt sage ich, hey du da drüben. Ja, du, genau. Du, ich habe gesehen, du spielst Trommel. Was spielst denn du für eine Trommel? Jetzt frage ich euch, kann man sich so noch unterhalten? Nein. Und mit diesem kleinen Rollenspiel, vielen Dank, das war's. Danke, danke. Gebt denen einen Applaus. Mit diesem kleinen Rollenspiel will ich euch zeigen, was von uns verlangt wird. Und jetzt könnt ihr euch Gedanken machen, was damit erreicht werden soll. Nämlich, dass wir uns trennen und nicht mehr im Gespräch sind. Ich danke euch, dass ihr mir das Ohr geliehen habt. Die Karten gehen rum. Eine schöne Woche. Jetzt kommt Musik. Danke. So, das wird jetzt hier eine völlig ungeplante Aktion. Meine Stimme ist auch wieder ein bisschen erholt bei so viel guter Energie. Und wir haben jetzt, der Emin hat den Daniel gefragt, ob er das nächste Lied mitbegleiten will, die Ria. Und der Wolfgang, die sind auch mit dabei. Und schön, also eine verbindende Aktion. Das ist genau das, was das Immunsystem stärkt und was einfach gut tut. So, die eingefleischten Mohater, die kennen das schon. Der Text ist relativ einfach. Ich wiederhole ihn auch jedes Mal zweimal. Also von dem her, wer Lust hat, kann gerne mitmachen. Bist du noch nicht drin? Gehörst du deinen Verstärker auf? Kann sich nur noch um Stunden handeln. In der Zwischenzeit erzähle ich euch noch was. Ich habe vorhin was zu dem Lichterzug gesagt. Da ist mir was eingefallen. Ihr kennt alle das Lied, ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir, oder? Oder ihr kennt das andere, mein Licht ist aus, ich gehe nach Hause. La bimmela bamela bum. Also noch sind hier die Lichter aus, aber vielleicht tragt ihr die Idee von dem Lichterzug in allen Städten weiter. Das könnten wir echt gebrauchen im November. Viele, viele schöne Lichterzüge. Und der eine Text geht, mein Licht ist aus, wir gehen nach Hause. Muss ich gleich nochmal drüber nachdenken, wie mir da einfällt. Wer kennt denn noch ein Martinslied? Helft mir mal bitte, ein ganz berühmtes. Das war's, genau. Ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Da oben leuchten die Sterne und da unten, da leuchten wir. Das wäre doch eigentlich auch ein tolles Lied zur aktuellen Situation. Insofern finde ich, diese ganzen schönen Martinslieder passen wirklich unglaublich gut in diese Zeit. Haben alle mit viel Licht zu tun. Genau. Seid ihr so? Nö, wie geht's dir da? Hört ihr die Gitarre? Franziska! Come on! Da wird jetzt das gefordert, von dem ich vorhin gesprochen habe. Geduld. Ja, da sind Lichter. Oh, habt ihr irgendwas dabei? Wir könnten spontan hier so eine kleine Lichteraktion stattfinden lassen. Wisst ihr noch in Berlin? Das war doch gigantisch, oder? Ja, komm, Mohat und auf dem Marktplatz.
kleine Lichterversammlung. Das wäre doch super. Scheißtechnik, ne? Ich kann dich hier mit dem Mikro verstecken. Komm, wir machen hier die super Info. So, ja. Pass mal auf, wir machen jetzt voll die coole Nummer. Wir machen das so. Ich mach das hier unten und dann machst du das so da. Das kriegen wir hin. Yes. Na. Es gab eine Zeit. Hatte alles Leben. Es gab eine Zeit und es wird sie wieder geben. Da hatte alles Leben, da hatte alles Leben keinen Namen, sondern Melodie. Keinen Namen, sondern Melodie. Keinen Namen. Wie die Vögel und singen wie sie die alten Melodien. Lasst uns singen wie die Vögel und singen wie sie die alten Melodien. Ja, da hey, ja, ja, da hey, ja, ja, da hey, ja, ja. Wie die Vögel und singen wie sie die alten Melodien. Drum lass uns ziehen wie die Vögel und singen wie sie die alten Melodien. Ja, da hey, ja, ja, da hey, ja, ja, da hey, ja. Und es wird sie wieder geben. Da hatte alles Leben, da hatte alles Leben. Es gab eine Zeit und es wird sie wieder geben. Da hatte alles Leben, da hatte alles Leben. Keinen Namen, sondern Melodie. Keinen Namen, sondern wie die Vögel und singen wie sie die alten Melodien.
Dankeschön. Also Knie habe ich auch noch nie gesungen. Oh, das war super. Daniel hat schon gekriegt, Rösle, gell? Genau. Also, ich muss jetzt noch mich bei unserem Stromgeber bedanken. Da die Stadt Mohart uns keinen Strom geben wollte, hat der Kebab-Kultur-Dönerladen, der Mustafa, vielen Dank. Großer Applaus für dich, Mustafa, vielen, vielen Dank. Und hat auch seine Toiletten zur Verfügung gestellt. Von Herzen danken. Super, ganz toll. Genau. Die Demo ist quasi beendet. Ich wollte noch sagen, die Römer sagen, dum spiro spero. Wörtlich, solange ich atme, hoffe ich. Irina sagt was? Es gibt noch ein paar Durchsagen, sagte Irina. So, genau, also dum spiro spero, solange ich atme, hoffe ich. Fand ich ein toller Satz. Von Aristoteles habe ich noch, wenn auf Erden die Liebe herrschte, wären alle Gesetze entbehrlich. Da sind wir uns wohl einer Meinung. So, jetzt kommen noch Durchsagen von der Irina oder von wem? Gudrun Neubauer, Schwäbisch Hall, will noch was sagen, genau. Und ja, die Andrea von Schondorf, die habe ich fast vergessen, die kommt auch noch. Hallo, ihr Lieben. Ich möchte jetzt gerne noch eine Durchsage machen. Wir haben vor ungefähr 2 Wochen mit Querdenken Schwäbisch Hall gestartet. Großes Team. Wir waren in 0,200 Leute und haben ein wunderbares Organisationsteam und wir sind unglaublich schwäbisch fleißig. Und die erste Aktion startet am kommenden Samstag, am 31. Oktober. Wir machen einen Demonstrationsspaziergang und starten um 10 Uhr am Marktplatz an der großen Kirche, an der Stelle, wo normalerweise die Freilichtspiele stattfinden. Treffen wir uns am Samstag um 10 Uhr und laden euch alle ganz herzlich ein dazu. Vielen Dank. Ja, und ich möchte euch ganz herzlich nach Schondorf einladen am kommenden Freitag ab 17 Uhr auf dem oberen Marktplatz. Und wir freuen uns, wenn ihr alle zu uns kommt. Und danke an Mohart, es war eine wunderbare Veranstaltung. Und geht hinaus und vermehret euch. Ja, und für die, die es wissen, ich habe mal wieder Kartoffeln dabei von den Biobauern hier aus der Gegend. Kommt einfach jetzt nach der Veranstaltung zu mir. Also, schönen Abend. Danke, dass ihr da wart. Kommt gut nach Hause. Und jetzt ist tatsächlich unsere Versammlung ist zu Ende. Also nächsten Sonntag in Ludwigsburg ist der Michael Ballweg auch unterwegs, wurde gerade gesagt. So, und für Mohart ist die Versammlung jetzt beendet. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend noch. Vielen, vielen Dank, dass ihr so zahlreich da wart, uns alle unterstützt habt und Mut einander gibt und auch den anderen Menschen da draußen die Möglichkeit gibt, mehr zu erfahren, als in der Zeitung steht oder im Fernseher ist. Danke an euch, ihr lieben Herzensmenschen. Applaus